und ein anderer betrachtet ihn dabei und schon ist es Theater. So in etwa beginnt das viel gelesene und wichtige Werk des Theatermachers Peter Brook, das den Titel trägt, Der leere Raum, und vielleicht eine der wichtigsten Theaterschriften des 20. Jahrhunderts, zumindest der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, denn es propagiert ein Theater, das mit nichts auskommt. Das nichts anderes hat als einen Raum, in den Menschen treten und beginnen zu handeln und andere betrachten sie dabei. Und das, was dabei entstehen kann, kann durchaus höchst komplex, vielfältig, kompliziert, experimentell, herausfordernd, sinnlich, emotional, intellektuell, politisch sein. Der leere Raum von Peter Brook ist sozusagen ein Startpunkt für einen Theatergedanken, der versucht, durch die Zeit zu reisen, der weiß, dass es immer eine Referenz zur Geschichte gibt, immer eine Referenz zur Vergangenheit gibt, und dass man diese Vergangenheit wertschätzen muss, dass man sie wahrnehmen muss und dass man sich zu ihr verhalten muss. Der leere Raum ist aber ein Ort der Gegenwart vor allem, denn Theater ist nichts anderes als eine Kunst der Gegenwart, denn sie findet immer im Hier und Jetzt statt. Sie hat keine Vergangenheit, sie hat keine Zukunft, sie hat nur den Augenblick und sie verhält sich zur Zukunft, sie verhält sich zur Vergangenheit. Und wenn eine Kunstform so gegenwärtig ist wie das Theater, dann kann es nicht anders, als dass diese Kunstform die Gegenwart immer wahrnehmen muss. Und diese Gegenwart, unsere Gegenwart, ist eine Gegenwart, die zunehmend merkt, wie komplex die Welt ist. Denn durch digitale Medien und durch unsere Fähigkeit, immer leichter zueinander tatsächlich auch physisch zu reisen, kriegen wir so viele Informationen, kriegen wir so viele Inhalte, kriegen wir so viele kulturelle Eindrücke, dass es uns einzeln mitunter total überfordert. Und in diesem Moment der Überforderung und dem nicht aushalten können, wie komplex die Welt ist, scheinen wir uns danach zu sehnen, einfache Antworten zu haben, einfache Momente, die uns den Weg weisen, die Richtung weisen. Und genau diese Einfachheit ist eine Gefahr für unsere Gegenwart und die Welt, in der wir leben, denn sie kann schnell missbraucht werden. Sie kann missbraucht werden von denjenigen, die glauben, dass die einfache Antwort Massen manipulieren kann und sie ihrem eigenen Nutzen sein kann. Und genau das ist es, was wir nicht nur in Europa, sondern auch in der ganzen Welt augenblicklich, sie brauchen nur ihre Social-Media-Kanäle zu öffnen, und sie werden aus der ganzen Welt genau diese Tendenzen hören. Das beunruhigt, und das Theater ist meiner Meinung nach ein Ort, der zumindest im Kleinen die Möglichkeit hat, immer noch Widerstand zu leisten, gegen diesen Vorgang Komplexitäten nicht aushalten zu wollen. Denn was anderes müssen Menschen ab heute lernen, als dass es Widersprüchlichkeiten gibt, die es lernen auszuhalten. Denn nur so können wir miteinander leben. Und wir hoffen, dass unser Programm, das wir Ihnen heute vorstellen wollen, genau dies zeigt, dass es möglich ist, die Widersprüche, die Verschiedenheiten der menschlichen Existenzen, der Kulturen in einen Raum zu stellen. Und deswegen haben wir die Wurzelspiele 2019 vielleicht nicht nur in diesem Jahr, aber auf jeden Fall in diesem Jahr mit einem Motto überschrieben, das versucht, dieses Spannungsverhältnis aufzuhalten. Denn Theater muss immer daran denken, dass es eine Kunstform ist, die poetisch wirken, literarisch, künstlerisch, ästhetisch, experimentell, die ein sinnliches, direktes Ereignis liefern muss. Und gleichzeitig kommt es nicht umhin, sich zur Wirklichkeit zu verhalten, und deswegen muss Theater auch politisch wirken. In dem Sinne, ich heiße Sie willkommen zu unserer Programmpressekonferenz, meinem ersten Jahr als Intendant der Ruhrfestspiele. Und ich freue mich, Ihnen das hier vorstellen zu können unter dem Motto Poesie und Politik. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und ich begrüße jetzt einmal stellvertretend für einen der beiden Gesellschafter der Stadt, den Bürgermeister von Recklinghausen, Herrn Christoph Tesche. Herzlichen Dank, schön, dass Sie da sind. Herr Tesche, haben Sie ein Mikrofon? Ja, kommt zurück zu uns, weil sonst... Dann stelle ich mich auch mal ja, bitte. Auf die Bretter, die die Welt bedeuten, aber die kommen Sie gerne an meine Seite. Damit wir von Anfang an auch das demonstrieren, was es auch sein soll. Und alle haben mich gefragt, wie lange es dauert, deswegen drücke ich jetzt mal hier auf meine Uhr. Wie lange ich jetzt spreche? Nee, ich. Ach so, ja, ich glaube, ich werde es versuchen, kürzer zu machen. Aber kommen Sie ruhig näher ran, denn das ist ein schönes Bild, dass wir nämlich, das darf ich dann auch stellvertretend für den DGB mit Herrn Kürzel an der Spitze, als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und der Stadt Recklinghausen mit mir zurzeit, das geht immer alternierend hin und her, als Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeister sagen, dass wir gemeinschaftlich mit Ihnen, mit Ihrem Team uns auf die Ruhrfestspiele freuen.
Und Sie haben gerade die Geschichte so ein bisschen schon bemüht. Die Geschichte der Ruhrfestspiele ist Ihnen allen bestens bekannt. Begonnen mit einem Wetter so ähnlich wie heute, nur viel, viel kälter, 46, 47. Kunst für Kohle, Kohle für Kunst. Und das schreit ja quasi danach, jetzt, wo es eine Zäsur gegeben hat, mit dem Ende des, ich finde, bedauernswerten Ende des Steinkohlebergbaus, am Ende des vergangenen Jahres, vor wenigen Tagen, kann man ja noch sagen, wenigen Wochen, dass man dann auch die Geschichte der Ruhrfestspiele ein Stück weit neu definieren muss. Und das machen wir nach einer sehr erfolgreichen Ära von Dr. Frank Hoffmann, jetzt mit einer beginnenden Ära mit Herrn Kröck, mit Olaf Kröck. Und es hat im Vorfeld viel Interesse gegeben, das nehme ich auch hier an der gut besuchten Bühne, auf der gut besuchten Bühne. Wie wird das wohl werden mit einem neuen Intendanten? Ich bin auch eben, das ist ja kein Geheimnis, das ging durch die Gazetten vom WDR befragt worden, mit etwas weniger Budget. Das sind so Fragen, die sich aufdrängen. Die Frage aber insgesamt wird sein, wie werden inhaltlich die Ruhrfestspiele in dieses Jahr, in den Mai gehen? In der Stadt können Sie ja schon die Plakate sehen. Im Mai ist die Welt zu Gast, so ähnlich ist es da plakatiert. Und das wird auch so sein. Nach all dem, was ich bisher weiß, nach all dem, wie ich den Intendanten und sein Team erlebt habe, können wir uns, glaube ich, auf spannende, auf abwechslungsreiche, auf inhaltlich anspruchsvolle Ruhrfestspiele freuen, die in der Tat diesen Brückenschlag versuchen und es wird ihnen gelingen, Poesie und Politik. Denn die Ruhrfestspiele, die Arbeiterspiele, viele haben das ein wenig vergessen, deswegen ja auch der DGB mit im Boot, die waren immer politisch. Und sie haben sich immer politischen, aktuellen Themen gewidmet und haben sie übersetzt in die künstlerische Sprache, ins Theater. Und genau das ist es, was jetzt auch für die Zukunft zählt. Und Poesie vermittelt mir zumindest auch, dass all die, die vielleicht erstmal Bedenken haben, das Recklinghäuser Publikum ist ein anspruchsvolles Publikum und eins, was auch sagt, wenn ihr verändert, ja gerne, wir gehen mit, aber behutsam. Auch dafür stehen sie, dass mit Poesie sicherlich auch genau das weiter geführt wird, dieser rote Faden, den es in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Hans-Günter Heime darf ich da natürlich genauso nennen, erfolgreich praktiziert wurde, dass man nämlich die Menschen mitnimmt auf dem Weg der Ruhrfestspiele, auf dem Weg des Theaters. Und deswegen dürfen wir uns alle auf tolle, spannende Ruhrfestspiele freuen, auf eine Geschichte, die Sie jetzt interpretieren werden, nach der Ära Steinkohlebergbau, aber eine Geschichte, das haben Sie zu Beginn gesagt, das freut mich am meisten, nämlich die Wurzel und das Fundament, auf dem diese Ruhrfestspiele gewachsen sind, nicht vergessen wird und interpretieren wird in unserer heute aktuellen Zeit. Viel Glück, viel Erfolg, ein herzliches Glück auf. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ein Programm dieser Größenordnung mit über 90 Veranstaltungen kann nicht eine einzige Person organisieren. Das ist eine große Gruppe von Menschen, die das tut. Und ich will an dieser Stelle jetzt schon einmal dem Team der Ruhrfestspiele danken, das schon bevor ich mit einer neuen Gruppe von Menschen hierher gekommen ist, mich sehr, sehr herzlich aufgenommen hat und mit einem großen Wissensstand über die Geschichte dieses Festivals und mit hoher Kompetenz mich und die paar Menschen, die ich mitgebracht habe, hier wirklich herzlich integriert hat. Und gemeinsam ist es uns, glaube ich, gelungen, dieses schöne Programm aufzustellen, denn es war wirklich eine Gemeinschaftsarbeit von, wenn Sie so wollen, altem und neuem Team, die dieses neue Programm zu verantworten haben. Ich begrüße ganz herzlich auch hier eine Vielzahl von Menschen im Publikum. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich nicht alle namentlich jetzt erwähnen werde, weil ich es eher den Gruppen her, sonst würden wir zu viel Zeit brauchen, es sind ja doch viele hier. Ich danke zum einen der Stadt, die hier vertreten ist als eine der Gesellschafterinnen und der DGB, der herzlich grüßen lässt, der heute vom Bundesvorstand nicht vertreten sein kann. Ich danke den Vertreterinnen und Vertretern der Sponsoren, die auch weiterhin fest an unserer Seite stehen, auch bei Einschränkung von Budgets, die ja wieder unternehmensimmanente Gründe haben, ist trotzdem, und das muss ich deutlich sagen, von Anfang an ein sehr kollegiales, gemeinschaftliches Gespräch gewesen, ob es mit Herrn Lange von der Innogy, von Evonik war und Frau Allnoch, die dahinter sitzt, von Innogy, ob es mit Frau Berger-Fodopia von der RAG-Stiftung war und der stellvertretend für die RAG-Stiftung. Den vielen, ob es das Medienhaus Bauer war. Jetzt habe ich doch Namen gesagt, aber es sind viele gewesen, die sehr deutlich signalisiert haben, auch die Sparkasse Fest, die deutlich signalisiert, dass sie wollen dieses Festival, sie wollen es weiter unterstützen und sie wollen es auch zukunftsfähig machen. Das sind angenehme, kompetente Gespräche gewesen, dafür danke ich herzlich. Ich freue mich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen hier sind, Vertreterinnen des Rates da sind und dass wir
eine Künstlergruppe zumindest heute hier haben. Andere werden mit Videobotschaften gleich vertreten sein. Und vor allem freue ich mich auch, dass die Agentur, zwei Agenturen hier sind, nämlich die Agentur Share aus Düsseldorf und DQ aus Köln, die uns geholfen haben, unsere Kommunikationsstrategie deutlich auf den Kopf zu stellen. Sie haben das alle mitbekommen und Sie haben es viel besprochen. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Wir machen auf unserem Weg weiter, weil wir sind davon überzeugt, dass er richtig ist. Und jetzt bitte ich zu mir auf die Bühne drei Kolleginnen, zwei Kolleginnen, eine Kollegin, die mit mir gemeinsam Ihnen jetzt unser gesamtes Programm vorstellen dürfen. Sehen Sie mir nach, dass ich es nicht geschlechtergerecht mache, sondern nach Funktionen. Der Chefdramaturg Jan Hein kommt zu mir, die Dramaturgin Monika Gies-Haßmann und die Produzentin Lilia Kopka. Herzlich willkommen hier oben. Ja, Sie haben bereits alle unser Programmbuch bekommen und Sie sehen direkt einige Neuerungen in diesem Programmbuch. Wer sich fragt, warum das Format, das ist das optimale Format, um es kostengünstig zu verschicken. Gleichzeitig ist es auch ein ressourcensparendes Format und Sie werden es sofort gemerkt haben, es ist eine Publikation. Und es wird noch eine Publikation bleiben, denn das gesamte Programm der Ruhrfestspiele ist hier drin abgebildet. Sie sind zum Teil gewöhnt, zwei Publikationen bekommen zu haben oder noch mehr, aber diese eine Publikation ist das Programm der Ruhrfestspiele. Und die zweite Neuerung, und so werden wir Ihnen jetzt auch unser Programm vorstellen, ist, wir haben es in anderer Weise sortiert. Und zwar haben wir es nach künstlerischen Genres sortiert. Wir haben keine Präferenzen nach Räumen vorgenommen, sondern wir haben die Genres ins Zentrum gestellt. Und wie ich ja schon angedeutet habe, indem ich Peter Brook zitiert habe, das Schauspiel als einen der zentralen Säulen der Ruhrfestspiele, was sie auch zu einem Alleinstellungsmerkmal unter den nordrhein-westfälischen Festivals macht, denn das ist das Schauspielfestival Nordrhein-Westfalens, während die anderen Festivals sich ja eher auf Uraufführungen, auf Musiktheater konzentrieren, steht am Anfang und die anderen Genres, zum Teil auch neue Schwerpunkte, folgen. Sie finden, nur als kleine Lesehilfe, in allen Rubriken, die sind immer einfach aufgestellt, sind immer eine Doppelseite, Sie finden ein Produktionsfoto, einen kreativ gestalteten Bereich, der, wir nennen das Handlettering, den Titel nochmal abbildet. Und Sie finden alle Informationen über die Produktionen. Sie finden zum Teil Altersangaben, weil wir an einigen Stellen es wichtig fanden, darauf hinzuweisen, für welche Altersgruppe wir das empfehlen können oder ab welcher Altersgruppe wir es empfehlen können. Sie finden Hinweise auf Sprachen, die auf der Bühne gesprochen werden. Sie finden die Daten und Sie finden vor allem dort auch den Ort. So viel zur Lesehilfe unseres Programms. Und jetzt lassen Sie uns doch einfach mal in Medias Res gehen und wir beginnen mit dem Programm der Ruhrfestspiele in der ersten Rubrik. Und die heißt Schauspiel. Sie werden auch dem Programmbuch entnehmen können, dass wir die eigentliche Eröffnung der Ruhrfestspiele, die ja traditionellerweise zwei Eröffnungsdaten hat, nämlich den 1. Mai mit dem bekannten Kulturvolksfest, das es natürlich auch in diesem Jahr geben wird, und der feierlichen Theatereröffnung, der Eröffnungsinszenierung, die immer am 3. Mai bisher stattgefunden hat, die auch bei uns am 3. Mai stattfinden wird, im Ruhrfestspielhaus. Und wir haben ein gesamtes Wochenende konzipiert, wo wir an verschiedenen Orten, in verschiedenen Räumen und auch vor allem in der Stadt Recklinghausen selbst Theater zeigen werden. Deswegen haben wir dieses Eröffnungsprogramm nochmal gesondert vorab abgebildet. Es doppelt sich sozusagen. Aber es ist eine Lesehilfe, wie Sie in die Ruhrfestspiele einsteigen. Die erste Produktion, die wir zeigen werden, am 4. Mai, ist es nicht die Eröffnungsproduktion im Ruhrfestspielhaus, sondern es ist die Produktion für die gesamte Stadt und die Region, trägt den englischen Titel What is the City but the People? Dieser Titel geht auf ein Zitat aus dem Shakespeare-Stück Coriolanus zurück. What is the City but the People? Ins Deutsche übertragen heißt in etwa, was ist die Stadt anderes als die Menschen, die in ihr leben? Der renommierte britische Künstler Jeremy Deller, der den Turner-Preis vor einigen Jahren gewonnen hat, die höchste Auszeichnung der bildenden Kunst, ein Konzeptkünstler, hat ein Konzept ursprünglich für das Manchester Festival entworfen. Manchester, eine Stadt, die eine ähnliche Beschaffenheit hat wie die Ruhrregion und Recklinghausen. Und sein Konzept macht einen einfachen Vorschlag. Baut einen großen, langen Laufsteg in die Innenstadt eurer Stadt, in dem Fall Recklinghausen, und schickt 100 Bürgerinnen und Bürger über diesen Laufsteg.
Und er hat einen Katalog entworfen, nachdem diese Bürgerinnen und Bürger ausgewählt werden sollen. Das sind keine benannten Benennungen, sondern das sind sozusagen gesellschaftliche Gruppen. Und wir werden dieses große Projekt am Samstag, den 4. Mai, vor dem Rathaus in Recklinghausen zeigen. Und wir wissen seit gestern, es ist ja eine, sozusagen ein Laufsteg, ein Walk Act, ein Catwalk Act, die braucht Musik. Und es ist uns gelungen, und ich freue mich da wirklich sehr drüber, dass die musikalische Untermalung, Unterstützung dieser Produktion der in Recklinghausen sehr bekannte DJ Mogwai liefern wird. Das ist seit gestern klar, dass das klappen wird. Und wir sind jetzt schon seit einiger Zeit damit beschäftigt, Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zu suchen, zu casten. Wir machen keinen öffentlichen Aufruf, weil wir ja nach einem bestimmten Muster vorgehen. Diese Veranstaltung ist selbstverständlich kostenlos. Die wird ungefähr eine Stunde dauern. Und sie soll ein deutliches Symbol sein, dass die Ruhrfestspiele die Menschen dieser Stadt meinen. Und zwar in all ihrer Vielfalt, in ihrer Diversität und in ihrer Unterschiedlichkeit. Denn die Unterschiedlichkeit ist es, die eine Stadt ausmacht. Auch die Widersprüche. Sie werden sich jetzt gleich wundern, dass die zweite Produktion, die wir vorstellen, weiterhin nicht die Eröffnungsproduktion sein wird, denn die Eröffnungsproduktion kommt einfach schlicht nicht aus dem Genre Schauspiel. Jetzt geht es aber, glaube ich, weiter mit Herrn Heim. Schönen guten Morgen. Am 4. Mai, am selben Tag am Abend, findet die erste Schauspielpremiere im Kleinen Haus statt. Das ist eine Koproduktion mit dem Schauspiel Frankfurt in der Regie von Hermann Schmidt-Rahmann. Es ist der französische Autor Jean Raspail, in Deutschland nicht sehr bekannt. Er ist aber so etwas wie ein Unzeitgemäßer, weil er schon im Jahr 1973 einen Roman geschrieben hat, Das Heerlager der Heiligen, in dem er im Grunde ein Szenario dystopisch, also als negative Utopie, schildert, was eigentlich nicht aktueller sein könnte. Er entwirft das Szenario, dass aus Indien die Ärmsten der Armen auf 100 Schiffen aufbrechen und Richtung Europa reisen und letztendlich vor der Küste Frankreichs Halt machen. Und er schildert die Hilflosigkeit der Bevölkerung, des Staates, der Medien, im Grunde aller Schichten in Frankreich, stellvertretend für Europa, mit diesem Szenario umzugehen. Hermann Schmidt-Rahmann wird die Uraufführung dieses Romans inszenieren. Hermann Schmidt-Rahmann hat viel in Bochum gearbeitet und er macht, ich würde sagen, Volkstheater, politisches Volkstheater im besten Sinne. Es ist ernsthaft, es ist abgründig, aber genauso satirisch und humorvoll. Diese Uraufführung, die wirklich ihre Premiere bei den Ruhrfestspielen haben wird, ist eine Koproduktion mit Frankfurt und sie hat schon zum Auftakt sozusagen den Stachel im Fleisch, denn es ist durchaus auch ein kontroverser Text. Und das Credo von Hermann Schmidt-Rahmann ist schon in vielen Arbeiten gewesen. Zuletzt ist seine Arbeit Volksverräter ja an die Volksbühne übernommen worden, hat da in Berlin für großes Aufsehen erregt, ist zu sagen, wir wollen es den politisch falschen Kräften nicht überlassen, die Interpretation dieses Vorgangs. Und deswegen nimmt er sich als erster dieses Textes an. Ja. Sag ich auch nochmal. Jetzt. Gut, guten Morgen. Die nächste Produktion, die ich vorstellen darf, beschäftigt sich auch mit einer Situation des gesellschaftlichen Umbruchs, auch wenn zum ersten Moment man vielleicht denkt, ach, ein Kinderbuch, was ist das denn? Max und Moritz ist tatsächlich mittlerweile als Kinderstoff bekannt, das war gar nicht unbedingt immer so. Und Anto Romero Nunes, der so einer der bekanntesten Regisseure seiner Generation ist, schon an großen Bühnen wie dem Thalia und der Burg inszeniert hat, wird sich diesem Stoff widmen und der Untertitel lautet bewusst eine böse Bubengeschichte für Erwachsene. Denn das, was da beschrieben wird, diese Dorfgesellschaft mit diesen behaglichen, ich möchte sagen, Biedermeier-Bürgern wird explosionsartig infrage gestellt durch zwei böse Buben. Und reagiert darauf entsprechend teilweise auch oder am Ende letal, relativ harsch. Und Nunes schaut sich diese Situation an, die ja durchaus eine Aktualität hat. Viele von Ihnen kennen Nunes aus Don Giovanni, letzte Party. Da war er schon mal hier 2016, er kommt wieder. Und er wird dieses Stück hier zur Premiere bringen. Das heißt, es wird zum ersten Mal gezeigt werden auf einer Bühne,
in seiner Fassung. Er macht es mit viel Musik, mit viel Humor und hat zwei wunderbare Schauspielerinnen im Zentrum. Das sind Stefanie Reinsberger und Constanze Becker und wir freuen uns darauf schon sehr. Die Produktion kommt vom Berliner Ensemble zu uns. Berliner Ensemble ist ja auch schon einige Male hier gewesen und die Produktion wird wirklich 5 Tage auch hier proben. Das erklärt den kleinen, die kleine Leerstelle im Programmablauf, denn da wird einfach hier im Ruhrfestspielhaus geprobt. So, die nächste Schauspielpremiere ist eine Deutschlandpremiere und die Ruhrfestspiele sind Co-Produzenten. Und er wurde bereits von mir zitiert, sicher einer der einflussreichsten Theatermacher des 20. Jahrhunderts überhaupt. Man muss ihn direkt neben Bertolt Brecht, Heiner Müller und vielleicht Pina Bausch noch stellen. Es ist Peter Brook. Peter Brook ist mittlerweile 94 Jahre alt und das ist seine neue Arbeit. Die Ruhrfestspiele haben diese Arbeit mitproduziert und wir freuen uns, dass wir sie als erste im deutschsprachigen Raum zeigen werden. Sie ist bis zum Teil jetzt auch schon getourt. Das heißt, die Ruhrfestspiele sind auch schon in New York zu lesen gewesen, denn dort hat es bereits Vorstellungen gegeben, in Paris ohnehin, denn die Arbeit kommt ja aus Paris. The Prisoner erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der eine verwerfliche Tat begangen hat. Ich will da nicht zu viel verraten, was es ist. Und das Stück behandelt nun, wie diese Strafe gesühnt werden soll. Und es ist tatsächlich recht überraschend. Brook berichtet davon, dass eine reale Begebenheit gewesen sein soll, die sich in Afghanistan in den 60er Jahren zugetragen haben soll. Denn dieser junge Mann wird verurteilt, nicht in ein Gefängnis zu gehen, sondern vor dem Gefängnis zu sitzen und die Türen des Gefängnisses zu betrachten. Und tatsächlich nimmt er das für viele Jahre auf sich. Brook ist seinem Konzept des leeren Raumes treu geblieben. Ich hätte gerne diese Arbeit hier im Großen Haus gezeigt, aber Brook, der die Ruhrfestspiele kennt, vor vielen Jahren bereits einmal hier war, hat gesagt, nein, ich möchte diese Arbeit in einem konzentrierteren Raum zeigen, deswegen zeigen wir sie im kleinen Haus. Sie wird hier Premiere haben, wir haben 4 Vorstellungen und die erste Vorstellung ist am 10. Mai und wir hoffen darauf, dass Herr Brook auch nach Recklinghausen kommt. Hotelzimmer sind zumindest reserviert. So. Ah ne, wir schauen einen kleinen Trailer, genau. Entschuldigung. I came back because I want to be punished. You must keep that prison inside you. You must keep it inside you all the time. I think it's better if you leave. Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Das ist eine Autorin mit haitianischen Wurzeln, die lebt in New York als Journalistin. Das ist ihr 2. Roman, ein Welterfolg. Die Autorin war in Amsterdam und hat dieses Buch an einer Theaterpforte abgegeben, an dem Theater, nämlich was der Regisseur Ivo van Hove leitet, mit einem Brief, und hat ihn darin gebeten, dieses Buch zu inszenieren. Das wird sonst verfilmt und ihm alleine hat sie es erlaubt, auf die Bühne zu bringen. Der Regisseur Ivo van Hove arbeitet nicht nur in Amsterdam, er ist weltweit ein führender Regisseur seiner Generation, bis New York bekannt. Und er hat sich darauf eingelassen. Wir waren bei der Amsterdamer Premiere und wir waren absolut beglückt. Es ist ganz selten zu erleben in Holland, dass das Publikum nach 4 Stunden, die im Flug vergangen sind, einfach aufspringt und dieser Produktion wirklich ihre absolute Verehrung und Begeisterung zollt. So ist es passiert. Und die Produktion geht nach New York, es ist eigentlich jetzt schon ein Welterfolg und wir sind sehr stolz darauf, dass wir Co-Produzenten sind und dieses Stück als Deutschlandpremiere in Recklinghausen zeigen können. Den Inhalt beschreibe ich nicht. Wir zeigen einfach einen Trailer von Ivo van Hove. Er erzählt ein bisschen.
Willkommen in meinem Proberaum in London. Ich bin Ivo van Hoven. Ich bin froh mit deinem Wegleben bei den ersten Ruhrfestspielen unter Leitung von Olaf Köck zu gastieren. Die Ruhrfestspiele sind uns sehr wichtig. Es ist ein Festival mit einer langen und reichen Tradition im Herzen Europa. Ein wenig Leben erzählt die Geschichte Junes, die eigentlich wenig Grund zum Leben hat, weil er als Kind extrem missbraucht wurde und sein Trauma immer mit sich trägt. Aber es ist auch eine Geschichte über Liebe und Freunde, die sich kümmern, hemmungslos um ihn. Wir danken die Festspiele für die Einladung und freuen uns. Niets is jouw schuld, zul je dat vertrouwen? Anna. Waarom heb je me dit aangedaan? Ik voel me beschaamd. Ik voel me vies. En ik wil dood. Waar is mijn lachenbekje gebleven? Spielen seit vielen Jahren kennen. Es ist wirklich eine Hommage der Schauspielkunst. Es ist ein Fest, es ist ein fantastisches europäisches Ensemble, das auf der Bühne steht, und der Star dieser Arbeit ist zweifelsohne dieses Ensemble, egal ob Sie die Namen dieser Künstler kennen, in einer Geschlossenheit, in einer Fähigkeit der differenzierten Entwicklung, die einen schon, das sehen Sie ja bei diesen wenigen Sekunden, ergreift und packt. Das ist außergewöhnlich und nicht so oft zu finden in Europa. Und der nächste kleine Block widmet sich eben genau diesen Aspekten der Schauspielkunst. Ein weiteres Fest der Schauspielkunst kommt mit einem Gastspiel zu uns. Wir sind die Einzigen, die es geschafft haben, ein Gastspiel einzuladen, weil die Schauspielerin Maria Schrader im Sommer einen Film dreht. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Der sehr bekannte Theaterstoff ist vor 3 Wochen zur Premiere gekommen am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in der Regie von Karin Bayer. Und diese 4 Schauspieler liefern sich eine Schlacht und ein Schauspielfest. Ich habe diesen Stoff noch nie so komisch erlebt. Es ist noch nie so viel gelacht worden. Und gleichzeitig verraten diese 4 Schauspieler in keiner Sekunde ihre Figuren und zeigen die Abgründe dieser Ehehölle. Also es ist sicher auch eines der Highlights im Schauspielbereich der Ruhrfestspiele, weil 4 fantastische Schauspieler in einem fast leeren Raum auf der Bühne stehen. Eine glückliche Koinzidenz, über die wir uns sehr freuen, dass wir das hergestellt haben, die 2-mal nach Recklinghausen zu holen. Einer der Künstler, die ebenfalls wie Peter Brook, ich hoffe, dass ich die richtigen Reihenfolge habe, ja, habe ich, die auch ein Jahrhundertzeuge des Theaters ist ein Künstler, der meine Theaterbiografie tatsächlich sehr direkt beeinflusst hat. Es ist der in Mülheim an der Ruhr arbeitende Regisseur Roberto Ciulli. Roberto Ciulli ist schon viele Jahre bei den Ruhrfestspielen gewesen, und Roberto Ciulli ist in der Region der Erste gewesen, der mit großer Ernsthaftigkeit und Verlässlichkeit ein internationales, interkulturelles Theater beschworen hat und versucht hat, es immer wieder auch in die Tat umzusetzen. Das mitunter zu widrigen Umständen, ist ein kleines Haus, die Mittel sind beschränkt, und bis heute ist Ciulli ein Kämpfer für einen künstlerischen Dialog von Kulturen. Und wir haben uns entschieden, eine kleine Werkschau dieses Ausnahmekünstlers, der ebenfalls jetzt 85 Jahre ist,
zu zeigen, indem wir drei Arbeiten von Roberto Giugni zeigen, die verschiedene ästhetische Fassungsmomente dieses Künstlers zeigen. Wir zeigen zum einen seine Theaterversion von Immer noch Sturm, des Stücks von Peter Handke, ganz anders, sein Clownstück Clowns 2,5 und seine Adaption von William Shakespeares Othello. An drei aufeinanderfolgenden Tagen können Sie dreimal Giugni schauen und wir werden auch mit Roberto Giugni und seinem Dramaturg Helmut Schäfer auch noch später im Rahmen des Festivals über seinen Ansatz, über seine Gedanken zu Theater sprechen. Es ist sozusagen der Ruhrgebiets- und der NRW-Antipode zu Roberto Giugni. Und wir freuen uns sehr, dass das gelungen ist. Dann haben wir ein weiteres kleines Schauspielspektakel. Wir haben nämlich den Schauspieler Philipp Hochmeier eingeladen, der vor einigen Jahren sehr kurzfristig eingesprungen ist, um Salzburg den Jedermann zu spielen. Der Hauptdarsteller war ausgefallen, Hochmeier ein Star in Österreich und Ihnen durch verschiedene Vorabendserien möglicherweise bekannt, hat dann den Jedermann in Salzburg gespielt und war so angefixt von dem Stoff, dass er daraus noch ein Solo entwickelt hat, das er zusammen mit einer Rockband auf die Bühne setzt, Jedermann Reloaded. Er spielt damit vor ausverkauftem Wiener Burgtheaterpublikum regelmäßig und es ist wirklich ein lustvolles Spektakel. Einige von Ihnen werden vielleicht vor einigen Jahren den Werther von ihm gesehen haben, ebenfalls ein spektakuläres Solo und Philipp Hochmeier kommt jetzt mit einer Vorstellung um seinen Jedermann hier nach Recklinghausen. Ja, und ein weiterer Schauspieler kommt an einen ganz anderen Ort, nämlich das Festspielzelt. Wir haben, das haben Sie ja schon selber berichtet, auch uns entschieden, in diesem Jahr nur ein Zelt aufzubauen. Und das Ihnen bisher als Theaterzelt bekannte Zelt stellen wir an die Stelle, wo bisher das Fringe-Zelt gestanden hat. Wir werden es ein bisschen umgestalten, um dort vielfältige Arbeiten zu zeigen. Und dort wird der Schauspieler Roland Rebeling ebenfalls ein Solo zeigen, nämlich den Kontrabass von Patrick Süßke. Roland Rebeling hat gerade eine kleine steile Fernsehkarriere hinter sich. Er ist nämlich der neue Assistent des Kölner Tatort-Teams, Ballhof und Schenk, mit dem Namen Norbert Jütte. Und nie ist ein Sidekick so nach oben geschossen worden wie Roland Rebeling. Er muss mittlerweile in der Bahn sein Ticket nicht mehr zeigen, weil alle schon davon ausgehen, dass er sowieso bezahlt hat. Und Roland hat diesen fantastischen, den hatten wir vor einigen Jahren mit Markus Maria Profittlich den Deutschen Comedy-Preis gewonnen, zeigt in einer sehr humorvollen Version den Kontrabass im Theaterzelt. Genau. Roland steht auch im Zentrum eines weiteren Abends, der ins Ruhrgebiet passt wie kaum ein anderer. Der Abend heißt Istanbul, ist ursprünglich eigentlich in Bremen entstanden, lief aber auch in Bochum als Bestseller. Wir haben ihn mitgebracht oder haben uns erlaubt, ihn mitzubringen, weil wir ihn für einen wichtigen Abend halten, der sehr viel dazu beiträgt, auch Kulturen unterschiedlicher Menschen in unserer Gesellschaft miteinander ins Gespräch zu bringen. Der heißt, wie gesagt, Istanbul und es ist ein Liederabend, der die Geschichte der Gastarbeiter aufarbeitet. Und die Regisseurin und der musikalische Leiter Thorsten Kindermann, die beide dieses Stück geschrieben haben, Selin Kara, Thorsten Kindermann, haben eine Idee gehabt, die ein kleiner Kniff ist. Sie drehen diese Gastarbeitergeschichte nämlich um. Sie gehen davon aus, dass das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in Deutschland stattgefunden hat, sondern in der Türkei. Und alle Deutschen in die Türkei gehen. Und dann existiert der Abend durch, was das bedeutet, in einem fremden Land anzukommen, wenn man die Sprache nicht spricht, wenn man da nicht beheimatet ist. Und unsere Schauspieler, die eigentlich deutsche Schauspieler sind, haben für diesen Abend tatsächlich Türkisch gelernt, insofern als dass die Grundlage für den Abend die Lieder der sehr bekannten türkischen Sängerin Sezen Aksu sind. Sezen Aksu ist ein Superstar in der Türkei, das ist so wie die türkische Madonna. Und ihre Lieder führen sozusagen immer wieder durch den Abend und werden auf Türkisch gesungen und auf Deutsch wird gespielt. Man kann das Ganze verstehen, ohne dass man die Texte versteht. Wir haben natürlich Übertitel. Das ist ein sehr, sehr warmer Abend, der das mit sehr viel Spaß inszeniert. Und trotzdem verdrückt man zwischendurch vielleicht auch mal eine kleine Träne. Wir zeigen es im Bürgerhaus Süd. Das hat auch den Grund, weil da der Raum ein anderer ist als hier. Man kann damit auf der Bühne sitzen. Man ist sehr nah dran am Geschehen. Sie haben gerade wahrscheinlich mitbekommen, dass mir ein Zettel zugesteckt wurde. Das war kein Versehen, sondern es war so verabredet, weil es ist etwas passiert. Zeitgleich zu dieser Pressekonferenz ist in Berlin die Pressekonferenz des Berliner Theatertreffens.
Und wie wir befürchtet bzw. erhofft haben, ist Christopher Rübling mit seiner Münchner Arbeit Dionysos Stadt eingeladen nach Berlin. Und Christopher Rübling ist auch der Regisseur, dessen nächste Arbeit ich hier für die Ruhrfestspiele vorstellen darf. Christopher Rübling ist Jahrgang 85 und jetzt zum dritten Mal zum Theatertreffen eingeladen worden. Es ist wirklich der renommierteste junge Regisseur im Moment auf dem Markt. Und der wird an der Münchner Kammer spielen, das, so sagt Florian Illes in der Zeit, Buch der Stunde inszenieren, und zwar den Roman Hochdeutschland von Alexander Schimmelbusch. Alexander Schimmelbusch ist seine Biografie ist untypisch für einen deutschen Autor, weil er in Amerika Ökonomie studiert hat und dann in Investmentbanker in London und in Frankfurt wurde, Multimillionär ist. Das hat er betrieben, bis er 28 war. Seitdem schreibt er. Und er schreibt aus der Kenntnis, aus der ganz genauen Kenntnis der Hochfinanz und der ökonomischen Belange Romane. Und Hochdeutschland ist ein solcher Roman. Im Zentrum dieses Romans steht Viktor, der ist 39, Investmentbanker. Er hat alles erreicht, was zu erreichen ist, und langweilt sich und kommt auf den Gedanken, all seine Erfahrungen sozusagen in Form eines Manifestes zu notieren. Dieses Manifest ist Teil des Romans und aufgrund dieses Manifestes eine Bewegung bzw. eine neue Partei für Deutschland zu gründen, um den Missständen, die in unserer Gesellschaft grassieren, entgegenzutreten. Es ist ein ganz schlitzohriges Buch, weil es erstens blitzgescheit ist und zweitens mit den Versuchungen von populistischen Strategien changiert. Und diese Ambivalenz wird Christopher Rübling in der Produktion mit den Münchner Kammerspielen nachspüren. Theaterfestivals haben Gesetzmäßigkeiten. Sie haben die Gesetzmäßigkeit, dass wir fast im Rahmen eines Marktes handeln müssen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Diese Aufmerksamkeit führt die Künstler immer wieder dazu, das Neueste vom Neuen präsentieren zu wollen. Und es gibt einen responsiven Moment mit Zuschauern, die eben auch immer danach fragen, ist das neu, war das schon mal da, was ist sozusagen der heiße Moment. Wir haben aber versucht, die Ruhrfestspiele als ein Festival, das große Momente der Theatergeschichte immer wieder präsentiert hat, auch als solches ernst zu nehmen und diesem eigenen Druck ein Stück weit auch entgegenzuwirken und zu sagen, gesagt, wir arbeiten, laden eine Arbeit ein, die 24 Jahre alt ist. Wir laden ein, der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi in der Regie von Heiner Müller, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre, von Bertolt Brecht, mit dem fantastischen Martin Wuttke in der Rolle als Kleinganoven, der zu einem Hitler mutiert. Und die immer wieder gestellte Frage nach dem Hollywood-Star, hier ist er, denn wegen der Rolle dieses Theaterstücks, also die Rolle, die Martin Wuttke in diesem Theaterstück gespielt hat, hat Quentin Tarantino ihn gefragt, in Inglourious Basterds den Hitler zu spielen. Also, das ist die Urquelle. Sie ist, wenn wir sie hier aufführen, fast taggenau 24 Jahre alt. Und sie ist Jahre nicht gezeigt worden. Sie hat dann zwei Vorstellungen im letzten Jahr bei Oliver Reser im Berliner Ensemble geschafft, weil das Ensemble so groß ist und die Menschen so verstreut sind. Und der Schauspieler Herr Holz, der Schauspiellehrer Herr Holz mittlerweile auch 87 Jahre alt ist, aber er hat es sich vor allem gewünscht, noch einmal auf ein Gastspiel zu gehen mit dieser Produktion. Und wir haben jetzt lange gerungen und gekämpft. Und an unserem letzten Wochenende zeigen wir zwei Vorstellungen von dieser Schauspiel-Tour de Force von Martin Wuttke und diesem großartigen Ensemble. Das ist die letzte existierende Inszenierung von Heiner Müller. Schauen wir uns mal einen Ausschnitt an. Ah, die gibt es hier nicht. Ach, Sie haben Pech gehabt, oder? Wir haben Sie Pech gehabt. Da müsst ihr heute Abend nochmal wiederkommen. Ah. Heute Abend werden wir die Freunde, die wir bis beglücken. Wir werden es aber auch online stehen haben. Dazu kommen wir gleich. Ja, schade. Aber das ist tatsächlich relativ leicht zu finden. Bemühen Sie sich, weil wir haben mehrere Anfragen von Theatermachern im internationalen Kontext, mit denen wir kooperieren, die begeistert waren, dass wir es nochmal zeigen. Und sie werden sich sofort übermorgen an den Computer setzen und Karten reservieren. So, kommen wir zum nächsten Bereich. Wir wollen das Tanztheater, das seit vielen Jahren Gast bei den Ruhrfestspielen ist, ausbauen und intensivieren.
Denn es gibt im internationalen Bereich fantastische, sehr verschiedene Tanztheaterarbeiten, die große Räume füllen und große Publikumsgruppen begeistern. Und so werden wir auch die Ruhrfestspiele am 3. Mai diesen Jahres mit einer Tanztheaterarbeit eröffnen. Mit der Arbeit Betna von Omar Raji und dem Makwama Dance Theater Libanon. Omar Raji ist ein libanesischer Choreograf. Er ist der Choreograf des Libanons, des Nahen Ostens, ein Shootingstar. Und diese Arbeit ist mit einem Wort überschrieben, das man ins Deutsche nicht leicht übersetzen kann. Betna beschreibt im Arabischen mit libanesischem Akzent den Moment, wenn man als Gast eingeladen wird in das Haus eines anderen. Es ist also ein Moment der Gastgeberschaft. Omar Raji hat in dieser Arbeit 4 Choreografen eingeladen, die mit ihm auf der Bühne stehen und tanzen. Ein Choreograf aus Japan, ein Choreograf aus Ghana, ein Choreograf aus Niederlanden, ich wollte Belgien sagen, und Omar Raji selbst aus dem Libanon. Und diese Arbeit formuliert im Grunde schon das Problem der Gegenwart. Es sind nämlich Künstler, die ihrerseits anderen Künstlern sagen, was sie tun sollen und die sich sehr, sehr ungerne von einem anderen Choreografen sagen lassen, was sie zu tanzen haben. Es ist also sozusagen ein Clash der Kulturen, nicht nur der nationalen Herkünfte, sondern auch tatsächlich der verschiedenen Tanzsprachen. Und diese 4 stehen miteinander auf der Bühne und versuchen gemeinsam zu tanzen. Und während sie das tun, kocht die Mutter von Omar Raji, die Sie auf dem Bild sehen, für das gesamte Publikum Fatouh. Ein traditionelles Gericht des Libanons. Wir wissen noch nicht, ob es wirklich auch für 1000 reicht, weil für so viele hat sie noch nicht gekocht. Für 600 hat sie schon geschafft. Und damit eröffnen wir die Ruhrfestspiele mit einem auch kurzen 90-minütigen Abend, der obendrein 4 fantastische arabische Musiker hat, die live auf der Oud und verschiedenen Schlaginstrumenten diesen Abend mit Live-Musik untermalen. Der 2. Abend ist Grand Finale von Hofe Schächter. Hofe Schächter ist ein israelischer Tänzer und Choreograf und Musiker, der ursprünglich Mitglied der Batsheva Dance Company in Israel war, einer der führendsten Tanztheaterensembles der Welt, aus Israel stammend. Hofe Schächter lebt mittlerweile in Großbritannien und hat dort sein eigenes Ensemble gegründet. Eben wie es im Tanztheater üblich ist, ein Ensemble aus Tänzerinnen und Tänzern der verschiedensten nationalen Herkünfte. Das spielt auch nicht so eine große Rolle. Diese sehr poetische, sehr bildstarke und kräftige Arbeit ist eine fantastische Tanztheaterarbeit, in der wirklich auch der Tanz einen großen Raum bekommt, die sich mit Abgründen und Abstürzen von ganzen Gesellschaften beschäftigt. Auch hier ist ein Live-Orchester auf der Bühne von mehreren Musikern. Und diese Arbeit ist vor einigen Monaten in Köln zu sehen gewesen. Wir hatten uns interessanterweise parallel um diese Arbeit bemüht und im Vorfeld nicht vernünftig koordiniert, aber im Nachhinein dann doch ist es gelungen, weil es war in Köln so schnell ausverkauft, dass alle erleichtert waren, dass es in der Region weitere Vorstellungen gibt. Diese Arbeit zeigen wir hier im Großen Haus. In der Halle König Ludwig setzen wir einen Schwerpunkt für junge Künstlerinnen und Künstler und wir zeigen dort eine Arbeit der deutschen Choreografin und Regisseurin Monika Gintersdorfer, die mit dem Jetzt-Stück Nummer 11 kommt. Habe ich die jetzt in... Monika Gintersdorfer hat seit Jahren ein Tanzensemble, mit der sie arbeitet, in der Künstlerinnen der Elfenbeinküste und Westafrikas vorkommen. Und sie hat eine neue Gruppe gegründet, die sie La Fleur nennt. Und La Fleur versammelt sehr, sehr junge Tänzerinnen und Tänzer aus den Banlieues in Paris. Denn dort entwickelt sich etwas Neues, was es bisher so in Europa nicht gegeben hat. Erstmalig schaffen es Künstlerinnen der verschiedenen Herkünfte, vornehmlich des westafrikanischen Raumes, ihre verschiedenen musikalischen Einflüsse gemeinsam zu verweben zu einer neuen hybriden Form der Popkultur. Es werden entstehen neue Formen des Tanzes, neue Formen sozusagen des Pop-Raps und es ist erstmalig so, dass eine nicht schwarze Bevölkerung diese Musik gleichzeitig auf den Straßen tanzt und hört und die Banlieues sozusagen rausrutschen aus diesen despektierlichen Beschreibungen, die sie vor allem in Paris seit Jahren eher genießen. Und diese super jungen Künstler kommen mit einer eigenen Arbeit, das ist Nummer 11, es ist eher ein ironischer Hinweis, das ist, glaube ich, faktisch die 2. Arbeit, die diese Gruppe gemacht hat. Und sie setzen sich ganz direkt sozusagen mit ihren neuen, hybriden, zusammengesetzten Identitätsformen, die in Frankreich verhaftet sind, die in der Elfenbeinküste weiterhin verhaftet sind,
die in Europa insgesamt verhaftet sind und die sozusagen auch ein Nicht-Côte d'Ivoire-Publikum mittlerweile erreicht. Ja, wir machen weiter mit einer, auch einer Arbeit, sag ich mal, von jüngeren Künstlern, jüngeren Tänzern, und zwar vom Volkwang Tanzstudio, die das erste Mal hier bei uns zu Gast sind. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Das ist ein Doppelabend, Wilderness Tender und Auftaucher, von zwei Choreografinnen, Stephanie Miracle und Henrietta Horn, die beide auch eng mit dem Volkwang Tanzstudio verbunden sind. Stephanie Miracle ist Amerikanerin, die aber auch an der Volkwang zwischendurch studiert hat und auch zwischendurch Teil des Tanzstudios war, bevor sie dann Choreografin oder sich auf die Choreografie konzentriert hat. Und Henrietta Horn ist auch Dozentin an der Volkwang und war lange Zeit gemeinsam mit Pina Bausch Leiterin des Volkwang Tanzstudios. Pina Bausch, da hat Olaf sich ja auch gerade schon drauf bezogen, wirklich eine der großen Namen, der großen Künstler, die bei uns eine Rolle spielen werden in diesem Jahr, gerade im Tanzbereich natürlich. Es sind zwei ganz unterschiedliche Arbeiten, die aber doch miteinander verbunden werden können durch den sehr spielerischen Umgang mit Bewegung und mit Raum, mit Musik. Es sind trotzdem aber eben unterschiedliche Handschriften, die da aufeinandertreffen und sich sehr schön ergänzen. Wilderness Tender ist inspiriert von der Bildsprache von Henri Rousseau, von seinen Gemälden. Es ist also sehr bunt, sehr surreal, ja, sehr wild, als würde man in einen Urwald eintauchen. Und in Auftaucher geht es um zwischenmenschliche Begegnungen, wobei da wirklich die Spannung für den Zuschauer greifbar ist, also die Spannung zwischen den Tänzern. Dann darf ich Ihnen noch eine weitere Arbeit präsentieren. Das ist die letzte große Tanzarbeit, die wir zeigen in diesem Jahr, The Great Tamer von dem griechischen Choreografen Dimitris Papayoannou. Sehr, sehr viele Vokale in diesem Namen. Da freuen wir uns sehr drüber, dass das geklappt hat, weil diese Produktion jetzt wirklich von den Festivals in Avignon wirklich rumgereicht wurde in ganz Europa und überall für Furore sorgt. Das ist ein ganz besonderer Abend, den ich gar nicht in erster Linie mit Tanz umschreiben würde, weil es vielmehr darum geht, dass Papayoannou ein Zauberer ist, ein visueller Künstler, der mit unheimlicher Präzision mit seinen Tänzern Bilder entstehen lässt auf der Bühne. Das sind Bilder, die Sie kennen, wie zum Beispiel das, was Sie hier gerade sehen, also wirklich bekannte Bilder aus 2000 Jahre Kunstgeschichte, die da auf der Bühne entstehen und dann wieder gebrochen werden. Es sind teilweise absurde Bilder, die Sie sehen, wo Sie sich fragen, wie ist das überhaupt möglich? Also es ist wirklich auch ein Funken Illusion oder Magie mit im Spiel für den Besucher. Es sind teilweise auch sehr witzige Bilder, die entstehen, oder eben ganz poetische Bilder und vor allem Bilder, die sehr nachklingen, wenn man das gesehen hat. Also man kann die Augen schließen, noch Wochen später, und hat das wieder sehr präsent vor Ort. Er selber nennt seine Arbeiten auch absurden Zirkus, und ich finde, das trifft es eigentlich sehr gut. Und naja, da Bilder auch eigentlich mehr sagen als 1000 Worte und wir hier noch so viel erklären können, gibt es jetzt noch einen kleinen Trailer für Sie, der sehr schön nochmal zusammenfasst, was für unterschiedliche Bildsprachen wir auch im Tanz für Sie bereithalten. Thank you.
folgt als nächstes die nächste Sparte, nämlich die Literatur. Die Literatur hat bei den Ruhrfestspielen traditionell immer eine große Rolle gespielt. Das wird sie auch weiterhin, vielleicht verstärken wir sie sogar noch. Am 3. Mai, der Eröffnung, gibt es ein Novum. Wir haben uns dafür entschieden, eine Eröffnungsrede halten zu lassen, haben lange nachgedacht und sind zu dem Entschluss gekommen, Judith Schalansky zu fragen. Und sie macht das gerne für uns. Judith Schalansky ist eine der renommiertesten Autorinnen deutscher Sprache ihrer Generation. Ihre Bücher wie Hals der Giraffe oder Atlas der abgelegenen Inseln sind in über 20 Sprachen übersetzt worden. Für das Verzeichnis einiger Verluste, ihr letztes Buch ist sie gerade mit dem Rabe-Preis ausgezeichnet worden, einem der renommiertesten Preise. Judith Schalansky kommt aus Greifswald. Und in ihrem ersten Buch schildert sie Urlaubstage auf Usedom, wo ihre Großeltern gelebt haben, in Zinnowitz. Und dann kommt in diesem Buch ein Gebäude vor, das heißt der Rote Oktober. Und das ist ein Erholungsheim für Kumpel. Und die Kneipen um diesen Roten Oktober auf Usedom in Zinnowitz heißen Glück auf. Und das war erbaut für die Kumpel aus dem Erzgebirge. Judith Schalansky ist Spezialistin. Das macht schon der Titel ihres letzten Romans aus, Verzeichnis einiger Verluste. Über Verluste zu sprechen, über Abwesendes, was durch die Abwesenheit anwesend ist, und wir hielten es für sehr passend, sie sozusagen eine Flaschenpost schicken zu lassen aus dem Osten, wo eine Kultur, die ich gerade skizziert habe, untergegangen ist, zu uns, wo mit der Zäsur Steinkohlebergbau Ende auch etwas beginnt unterzugehen und zu einem Verlust zu werden. Das ist das eine Novum. Das andere Novum ist, wir haben viele Gespräche geführt mit dem renommierten Literaturkritiker und Moderator Dennis Scheck, den ich schon sehr lange kenne, und sind übereingekommen, mit ihm gemeinsam eine kleine Reihe zu entwickeln, worüber wir sehr froh sind. Und im ersten Jahr wird es eine Reihe sein mit Jahrhundertzeugen, also mit gestandenen Biografien. Es ist uns gelungen, in einem ersten Gespräch mit Dennis Scheck die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller nach Recklinghausen einladen zu können. Hertha Müller ist 87 aus Rumänien in die Bundesrepublik ausgereist und ist neben ihrem poetischen Werk die Person, die am besten über solche Zusammenhänge wie Totalitarismus und Freiheit sprechen kann, ganz dringend. Als zweiten haben wir Georg Stefan Troller gewinnen können. Er ist Jahrgang 21, er kommt aus Paris. Georg Stefan Troller, Wiener Jude, musste 33 emigrieren über Paris nach Amerika und war dann in den alliierten Armeen der Amerikaner in München, einer der Soldaten, die als erstes Dachau betreten haben, wirklich ein Jahrhundertzeuge, nicht nur für seine Filme und für seine vielen Gespräche mit in Paris, und für, er hat ja auch das deutsche Fernsehen revolutioniert bis heute letztendlich. Und als dritten haben wir gewinnen können, auch ein Jahrhundertmenschen, Louis Beckley. Der kommt aus New York, ist einer der bedeutendsten amerikanischen Autoren. Louis Beckley ist ursprünglich polnischer Jude und konnte nur inkognito das Dritte Reich in Warschau überleben, ist dann auch emigriert mit seiner Familie oder mit den, was von seiner Familie übrig geblieben ist, hat dann eine Weltkarriere gemacht als Star. Jurist und ist erst ganz spät zum Schreiben gekommen und hat dann seinen berühmt gewordenen Roman geschrieben, Lügen in Zeiten des Krieges. Der ist in über 40 Sprachen übersetzt und erzählt im Grunde sein Überleben damals als Junge in Polen und im Dritten Reich. Genau, das ist die Reihe mit Dennis Scheck. Darüber hinaus werden wir die Lesungen mit prominenten Schauspielern fortsetzen. Ich fasse mich kurz. Es kommen Lina Beckmann und Charlie Hübner, die lesen aus John Bergers fantastische Erzählung Einst in Europa, eine Liebesgeschichte. Caroline Peters, bekannt aus, wie heißt das? Mord mit Aussicht. Mord mit Aussicht, ich vergesse es immer. Spätestens dadurch bekannt, ist eine fantastische Schauspielerin, kommt sehr gerne nach Recklinghausen und liest Marlina.
oder Ausmalien von Ingeborg Bachmann, Dietmar Bär liest Die Rebellion von Josef Roth, Junia Halali stellt ihr neues Buch vor, Heimatland, ist ja auch jemand, der hier aus der Region kommt, bekanntermaßen, Wolfram Koch kommt wieder zu den Ruhrfestspielen, selbstverständlich, und liest frühe Erzählungen von Anton Tschechow. Und Martin Brambach und Christine Sommer lesen sozusagen die Urfassung von dem berühmt gewordenen Roman von Erich Kästner, Fabian. Und Milan Peschel widmet sich begleitend zu der Inszenierung von Heiner Müller, Arturo Uy, von der wir gerade gehört haben, noch einmal dem Werk von Heiner Müller in einer Lesung. Heiner Müller, der wie gesagt dieses Jahr 90 Jahre alt geworden wäre. Und seine Gedanken sind bis heute so dringend wahrzunehmen, es ist zumindest unsere Meinung, dass wir Milan Peschel gebeten haben, sich mit diesem Werk auseinanderzusetzen. Und jetzt kommt Milan Peschel, glaube ich, selbst zu Wort. Ja, wieder mal gibt es eine neue Leitung beim Ruhrfestspiel. Der Olaf Kolb macht das jetzt. Ich freue mich sehr darauf und freue mich auch, ein Teil davon zu sein. In der ersten Spielzeit, am 9. Juni, lese ich Texte von Heiner Müller, meinem Lieblingsautor. Und ja, ich wünsche euch viel Glück für den Anfang, für den Startort, lieber Olaf, dir und deinen Leuten, die das mit dir zusammen auf die Beine stellen. Ich kann nur sagen, in guter alter Volksbühnentradition, no fear. Tschüss. Das war nicht abgesprochen. Ja, Milan, freut sich. Ich freue mich auch. Judith Schalanski, nur als kurzer Hinweis, die Zusage kam erst nach Redaktionsschluss, deswegen finden Sie diese Eröffnungsrede leider nicht in unserem Programmbuch. Allerdings, das sei schon mal ein Hinweis sozusagen auch für die Lokalschreibenden, wir werden zum ersten Mal seit vielen Jahren auch Karten für die Eröffnungsinszenierung sofort zu Beginn des Vorverkaufs auch in den Verkauf geben. Das heißt, Sie können sich für den Abend am 3. Mai, in dem zunächst erst Judith Schalanski ihre Rede halten wird und nach einer Pause dann die Produktion Beldner zu sehen sein wird, auch nochmal extra Karten kaufen. Das war in den letzten Jahren ja nicht der Fall. Ein weiterer Bereich, der mir tatsächlich persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, den ich für die Kommunikation mit dem Theater für eine wirklich wichtige Kunstform halte, auch wenn es vielleicht nicht naheliegend ist, ist die bildende Kunst. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die bildende Kunst bei den Ruhrfestspielen eine Tradition hat. Und ich habe schnell festgestellt, dass ich mit Frau Weber und Herrn Schwall, den beiden, die jetzt das Programm der Kunsthalle in Recklinghausen verantworten, zwei hochkompetente Gesprächspartnerinnen und Partner gefunden habe, die Lust darauf haben, gemeinsam weiterhin über die Kunstausstellung im Rahmen der Ruhrfestspiele nachzudenken. Ich fand die Arbeit des letzten Jahres wirklich fantastisch, bei den Ruhrfestspielen zu sehen war, und auch in diesem Jahr ist den beiden gelungen, das wird ja unabhängig von der Kunsthalle kuratiert, eine Ausstellung zu kuratieren, auf die ich mich sehr, sehr freue. Es ist die Ausstellung Temp Est, der israelischen Künstlerin Penny Hess Yassur. Penny lebt nähe der jordanischen Grenze in einem Kibbutz. Sie war vor einigen Monaten nochmal hier und hat uns ihr Ausstellungskonzept vorgestellt. Ich freue mich da sehr drauf, weil diese Künstlerin tatsächlich selber eben auch den Raum in einer bestimmten Weise im Rahmen ihrer Installation und Kunstform theatralisiert. Ihre Themen sind Grenzen und Grenzziehungen, die Überwindung von Grenzen. Damit meint sie nicht nur die Grenzen zwischen Staaten, sondern auch die zwischen Menschen. Und sie hat in kleinen Auszügen, die sie schon gezeigt hat, vor allem fantastische Naturaufnahmen noch dazu genommen, wo man merkt, und welche Lebewesen denn ganz schnell die von Menschen gesetzten, Menschen voneinander trennenden Grenzen überfliegen können oder durchkrabbeln können und durchkriechen können. Und ich bin sicher, dass da eine großartige Ausstellung gelingen wird. Und wir werden dazu auch nochmal zu einer gesonderten Pressekonferenz einladen, denn ich glaube, diese Arbeit wird so vielschichtig und so interessant, dass wir der jetzt hier in diesem kurzen Rahmen überhaupt nicht gerecht werden können. Und deswegen bitte sehen Sie mir nach, dass ich das nur kurz nach vorstelle und gleichzeitig aber hören Sie laut ein großes Interesse an diesem Bereich. Und wir hegen auch die Hoffnung, den Bereich der bildenden Kunst in Zukunft der Ruhrfestspiele noch etwas verstärkter vorkommen lassen zu können. Und die Kunsthalle ist wirklich ein fantastischer Partner, weil es gute inhaltliche Gespräche über diese Form des Ausdrucks ist.
Jetzt muss ich mich. Ah ja, genau. Man kann aber nicht nur Jahrhundertzeugen in einem Festspiel, in den Ruhrfestspielen zeigen, sondern die Ruhrfestspiele haben auch meine feste Überzeugung die Verpflichtung, die junge Kunst zu zeigen. Unter dem Stichwort Hashtag junge Szene zeigen wir europäische und internationale Künstlerinnen und Künstler, die ihrerseits alle miteinander versuchen, die Grenzen des Theaters und der darstellenden Kunst auszuloten und sie inhaltlich auch zu verankern. Und viele dieser Arbeiten sind, anders als man es erwarten darf, nicht so experimentell, dass man gar nichts mehr versteht, wenn man nicht ein abgeschlossenes Kunstgeschichts-, Theaterwissenschafts- und Performance-Studium abgeschlossen hat, sondern im Gegenteil, sie beziehen sich auf Formen der Popkultur, der Unterhaltungskunst und sind alle, das verbindet sie, transmedial zu verstehen. Wir haben eben schon Monika Gintersdorfer vorgestellt, auch diese Arbeit müsste eigentlich auch zum Teil in diesen Bereich gerechnet werden, aber wir präsentieren Ihnen jetzt noch eine Vielzahl anderer Arbeiten. Die meisten dieser Arbeiten zeigen wir in der Halle König Ludwig. Genau. Eine Gruppe, die das sehr plastisch macht, was Olaf Pröck gerade beschrieben hat, ist die Gruppe Henrique Iglesias, die sich in ihrer jüngsten Arbeit auseinandersetzt mit der Frage nach dem Essen und der Frage, wie viel Sexismus steckt eigentlich in meinem Schnitzel. Sie gehen nämlich aus von der Beobachtung, dass es anscheinend in Ordnung ist, wenn ein Mann ungehindert einen Burger, ein XXL-Schnitzel und dann noch das Bier hinterher bestellt, die Frau sich aber schon anfängt, Sorgen zu machen, was ist denn jetzt, wenn ich den Salat esse oder wenn die Pizza teile? Das sind die Ausgangsfragen und aus der Basis dieser Fragen entwickeln sie eine Kochshow und reflektieren in diesem Abend über ihre eigenen Körperbilder und ihr eigenes schlechtes Gewissen, das sie haben, während sie davon erzählen, wie das eigentlich mit dem Essen ist in ihrem Leben. Henrique Iglesias haben zuletzt, sie nennt sich selber queer-feministisches Theaterkollektiv, das heißt, sie haben eine sehr dezidiert weibliche Perspektive auf ihre Themen. Sie haben sich unter anderem damit beschäftigt, in einem Abend über Selbstbilder von Frauen, den sie Grill nennen. Das steht für ein wütendes Mädchen, eine wütende Frau, die selbstbewusst auftritt und dabei durchaus auch mal böse sein darf. Sie haben zuletzt einen Abend gemacht über Pornografie und die weibliche Lust. Und all ihren Arbeiten wohnt eigentlich inne, dass sie es schaffen, immer auch mit einem ironischen Blick auf sich selber ihre Themen zu entwickeln und in diesen, den Kontext ihrer Arbeit zu stellen. Dann haben wir eine weitere Arbeit, die auch eine neue Kooperation ist, die wir eingegangen sind mit der Folkwang-Hochschule. Und das heißt Folkwang Showcase. Wir haben festgestellt, dass im Rahmen des Studiums der Folkwang-Universität ganz viele tolle Arbeiten über das Jahr entstehen, die die Studierenden dort produzieren und auch im kleineren Kontext immer wieder präsentieren. Wir haben aber gesagt, da entsteht so viel Neues, Experimentelles, tolles, aufregendes Theater, das sehr viel wagt, das Risiken eingeht, dass wir uns gefreut haben, als Herr Professor Klimek von der Folkwang auf uns zugekommen ist und uns vorgeschlagen hat, das in einem Abend zusammenzustellen. Und eine Jury aus Professoren der Folkwang-Universität und einem Team der Ruhrfestspiele reist jetzt übers Jahr immer und sucht wirklich die besten Arbeiten heraus. Und die werden wir in diesem Rahmen präsentieren. Das Bild wird einige vielleicht schon erinnern, eine Frau, die hier schon öfter Thema war, eine Künstlerin, Pina Bausch. Eines der Elemente wird sein, eine Rekonstruktion eines der ersten Solos, die Pina Bausch überhaupt choreografiert hat. In der nächsten Arbeit beschäftigt sich der Theatermacher Abhishek Thapar mit der indischen Region Punjab, das ist seine Heimat. 1947, infolge des Rückzugs der englischen Kolonialmacht, wurde dieses Land aufgeteilt. 14 Millionen Menschen waren auf der Flucht. Der Theatermacher musste selbst fliehen aufgrund von Terrorakten, die er später erlebt hat. Und für diese Arbeit ist er zurückgekehrt in seine Heimat mit seinen Eltern, mit seiner Schwester und hat es filmisch diese Rückkehr festgehalten. Und seine Arbeit mit einfachsten Mitteln, ganz poetisch, ist im Grunde eine Auseinandersetzung mit den Begriffen Heimat und Herkunft, Familie und welche Bedeutung Geschichte für uns hat. Diese Arbeit von Abhishek Thapar, die zeigen wir in einem Ort, der hat einen neuen Titel, den nennen wir Box. Diejenigen, die oft im Ruhrfestspielhaus sind, kennen diesen Raum auch als Zeppelin.
Wir fanden den Namen aber nicht wirklich adäquat für ein internationales Festival, weil Sie wissen, sobald Sie die englische Sprache benutzen, assoziiert dieser Begriff wirklich was äußerst Negatives. Aber der Raum ist eine kleine längliche Box und Abhishek Thapa sitzt ohnehin mit seinen Zuschauern, ist fast nur 40 Leute, in einem riesen Gersten, auf einem Gerstenkornboden und erzählt dort mit einfachen Mitteln sehr, sehr poetisch diese Geschichte. Ja, und dann wagen die Ruhrfestspiele etwas und darüber freue ich mich am allermeisten, denn die Ruhrfestspiele werden produzieren. Und zwar anders, als sie das in den Jahren zuvor getan haben. Die Ruhrfestspiele produzieren Kunst und wir haben uns sehr bewusst entschieden, mit einem sehr jungen Kollektiv etwas zu probieren, das noch nie stattgefunden hat. Wir haben nämlich mit dem Kaleni-Kollektiv eine Produktion verabredet und wissen noch überhaupt nicht, was dort passiert. Und ich freue mich, eine der Mitstreiterinnen des Kaleni-Kollektivs, nämlich Julia Wissert, die heute hier ist, die Regisseurin, mal zu mir zu bitten, dass die Julia uns vielleicht mal ein bisschen erzählt, was passiert. Julia, komm zu uns. Kommen wir vielleicht einfach hier hoch, wir können es ja mal stellen. Julia. Hallo. Hi. Wir machen das Ovela-Festival. Was ist das? Was wird das? Also, das Ovela Festival wird die erste Arbeit in Deutschland von Kaleni Kollektiv und es ist eine Arbeit, die sich über die Zukunft der Arbeit beschäftigt. Und ich musste sehr schmunzeln, als Sie, Herr Tesche, gesagt haben, dass Sie es ein Arbeiterfestival klassischerweise, weil Ovela ein Spiel ist, das heißt auch Lochspiel, glaube ich, auf Deutsch, dass ArbeiterInnen Tagelöhner gespielt haben, wenn sie irgendwie Zeit hatten, sich kurz zu treffen. Und das Ovela Festival guckt sich die Frage nach der Zukunft unserer Arbeit aus verschiedenen Perspektiven an. Und verschiedene Perspektiven deshalb, weil das Kaleni-Kollektiv besteht aus 8 KünstlerInnen aus Namibia und Deutschland. Wir haben aber alle, Entschuldigung, ich hatte eine Erkältung, eine ganz schlimme, und meine Stimme ist jetzt gerade nicht so gut. Wir kommen aus darstellender, bildender Kunst, Fotografie, Film, Performance, ich glaube, ich habe jetzt alles. Und mit diesen Hintergründen beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Aspekten der Zukunft der Arbeit. Und Ovela wird im Grunde die Bespielung der Halle König Ludwig sein. Und Sie können sich das vorstellen als, also wir denken, dass passieren wird, dass Sie in die Halle König Ludwig kommen und der ganze Raum von uns eingenommen wird mit Videoprojektion, mit Tanz, mit Performance und wir eine Einladung an die Stadt aussprechen, die Ergebnisse unserer Forschung zur Zukunft der Arbeit auf dem Arbeiterfestival in Recklinghausen zu besprechen. Und wie ist denn die Verbindung zwischen Namibia und Recklinghausen während des Festivals zu verstehen? Die Verbindung ist wirklich diese Frage, weil wir festgestellt haben, dass wir gerade Entwicklungen erleben in Bezug auf Arbeit, die globale Konsequenzen haben. Das ist tatsächlich mit der Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, dass wir als Generation Anfang, Mitte, Ende 30 glauben, dass wir gerade erleben, wie bestimmte Berufe, die unsere Eltern noch wichtig waren, für uns überhaupt keine Rolle mehr spielen werden. Und dass sowohl in Namibia eine Rolle spielt, aufgrund der Geschichte dort, als auch in Deutschland, aber in unterschiedlichen Zeitlichkeiten. Vielleicht glauben wir im Moment und sind uns da aber auch schon nicht mehr sicher. Also die Digitalisierung in Afrika hat natürlich die Digitalisierung in Afrika bringt was anderes als in Europa, weil es einfach eine andere Idee von Innovation gibt, weil es immer was anderes ist, wenn man bestimmte Möglichkeiten nicht hatte und dann anders kreativ werden musste, um Dinge auszuprobieren. Ich würde gerne noch jemand dazu bitten, die habe ich einfach schlicht vergessen dazu zu bitten, und zwar ist das die Dramaturgin und Produzentin Sabine Reich aus Bochum. Sabine, du bist auch mit bei dem Programm, noch ein Mikrofon mehr, glaube ich, hier. Sabine, dieses Projekt wird ja gefördert in einem besonderen Sinne.
In welchem Sinne? Dieses Projekt wäre gar nicht möglich. Wir freuen uns sehr, dass die Kulturstiftung des Bundes im Fonds TURN, das ist der Fonds für künstlerische Kooperation zwischen Deutschland und afrikanischen Ländern, dieses Projekt fördert. Wir haben dort einen Antrag gestellt, eben mit den Ruhrfestspielen gemeinsam und dem Kaleni-Kollektiv. Und so können wir diese Entwicklung überhaupt realisieren. Dazu sind Gespräche in Namibia nötig, Gespräche hier, Recherchen hier, dort wie hier. Wir beschäftigen uns in Namibia mit einem Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen. Wir gucken, was hier an Veränderungen im Arbeitsbereich passiert. Und am Ende, es gibt die 4 Tage hier, zu denen wir Sie natürlich herzlich einladen, aber auch 4 Tage in Windhoek. Es ist ein Austausch und es soll eine intensive, künstlerische und auch diskursive, inhaltlicher Austausch zwischen Namibia, Recklinghausen, dem Ruhrgebiet stattfinden, weil wir finden, das ist ein wichtiger Punkt. Die künstlerische Arbeit, die künstlerische Neuproduktion, die junge künstlerische Generation in Namibia hier in Deutschland zu präsentieren, aber auch gemeinsam einen Dialog zu starten, der über die Zukunft nachdenkt. Man darf in dem Zusammenhang ruhig auch mal den Betrag sagen, um den es hier geht. Wir haben nämlich über 180.000 Euro von der Kulturstiftung des Bundes bekommen, die uns explizit auffordert, forschend tätig zu sein, nicht ergebnisorientiert im ersten Sinne, sondern wirklich offen darüber nachzudenken, was da passieren kann. Und trotzdem ist es uns gestern Nachmittag gelungen, tatsächlich so eine Art Produktionsablauf zu definieren, wo auch Anfangszeiten sind, wo man weiß, wann muss ich denn hinkommen, wann geht es denn los. Das ist eben nur mal der Effekt dieses Vorgangs und wir werden den jetzt im Internet veröffentlichen und da nochmal gesondert darüber informieren. Julia, sag trotzdem nochmal 2 Sätze. Wie muss ich mir denn so einen Moment dann vorstellen? Hast du schon irgendeine Ahnung? Was wirst du machen? Was wirst du hören? Weißt du schon irgendwas? Schön, dass du mich das fragst, mitten im Prozess, weil du kommst ja auch aus dem Theater, du weißt ja, es ist immer schön zu reden. Wo stehst du gerade, könnte ich auch fragen? In der existenziellen Krise stehe ich gerade, weil ich wirklich als ich bin klassisch ausgebildete Theaterregisseurin und bin da wirklich auch reingegangen, auch mit der Unterstützung der Festspiele und mich ganz neu nochmal in meiner eigenen Praxis auch zu überprüfen und dieser Prozess jetzt mit Kolleginnen zu arbeiten, die aus einer komplett anderen Kultur kommen, so wie du es ja auch bei den anderen Projekten beschrieben hast, alles was du gesagt hast, das betrifft uns einfach während des Prozesses. Wir sind im Grunde dabei, uns als Kollektiv zu positionieren und über unsere zukünftige Arbeit zu reflektieren und parallel dazu über die Zukunft der Arbeit Produkte zu entwickeln. Und diese Überlagerung, die führt ab und zu existenziellen Krise, aber ich kann sagen, dass ich mich tatsächlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigen werde. Und ich werde mit Jugendlichen aus dem Dorf Omitara zusammen einen partizipativen Film entwickeln. Und Omitara ist ein sehr spezieller Ort in Namibia, weil es der Ort ist, an dem unter anderem deutsche Stiftungen das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt haben. Da gab es dann verschiedenste Konsequenzen, aber ich wollte unbedingt an diesen Ort, weil die Behauptung im Grunde im Moment ja immer ist, das bedingungslose Grundeinkommen oder ganz oft führt zu Verfaulung der Gesellschaft. Und in Omitara hat sich ganz schnell herausgestellt, dass es eben nicht so war. Natürlich gibt es immer 3 Leute, die sich eine goldene Uhr kaufen, die sind aber für die Statistik gar nicht so wichtig. Was in Wirklichkeit passiert ist, ist, dass Schulgebühren bezahlt wurden, Fahrtkosten übernommen wurden für Internate, dass Leute angefangen haben, kleine Firmen aufzumachen, dass ein Restaurant gegründet wurde und das Geld im Grunde nachhaltig investiert wurde, um das Dorf Omitara, das eine sehr spezielle geschichtlichen Hintergrund hat, den Sie erfahren werden, wenn Sie das Produkt angucken, sich tatsächlich komplett verändert hat durch diese 5 Jahre bedingungsloses Grundeinkommen. Und was auch ein sehr, sehr spannender Aspekt ist, es geht auch total viel um Tampons und Binden, kann ich Ihnen sagen, was ich vorher auch nicht bedacht hatte, weil es geht um Hygiene und Sauberkeit. Wenn kein Geld da ist, dann werden solche Dinge einfach ein Thema und das führt aber gleichzeitig dazu, dass die Arbeitskraft wegfällt, wenn die nicht zur Arbeit kommen kann, weil sie menstruiert. Was? Wozu wir ganz schnell, was wir auf jeden Fall erleben, sind 8 Premieren, 8 neue Arbeiten extra für das Festival produziert, die mit Ihnen hoffentlich in die Zukunft der Arbeit schauen und nicht in die Vergangenheit, sondern das, was kommt. Darauf freuen wir uns. Danke. Sabine Reich, Julia Wissert, herzlichen Dank. Ja.
Einen Bereich haben wir Ihnen bereits intensiv vorgestellt. Und hier fangen jetzt die Dinge an, schlussendlich ineinander zu greifen. Das ist, nee, der Dialog kommt noch vorher. Ah, kein Problem. Aber das schließt unmittelbar an das, was Julia Wissert gerade gesagt hat. Sie wissen, dass die Ruhrfestspiele von Beginn an einen gewichtigen zweiten Gesellschaftspartner als der Gesellschaft haben. Das ist der Deutsche Gewerkschaftsbund. Und wir haben uns entschieden, dass wir im Gespräch mit dem Bundesvorstand und den regionalen Vertretern des DGBs eine Redenreihe und ein Gesprächsformat entwickeln, denn da sollen nämlich diese Fragen auch nach dem Grundeinkommen, nach den Fragen von Armutsverhältnissen vorkommen. Wir haben diese Veranstaltung Parteiergreifen genannt und rekurrieren dabei auf eine Kunstausstellung der Ruhrfestspiele von 1978, die mal diesen Titel getragen hat. Parteiergreifen soll ein Format sein, beginnt am 1. Mai, immer mittwochs abends, 18 Uhr, glaube ich. Am 1. Mai ist es schon 15 Uhr und wir gehen verschiedene Themen durch und versuchen sie mit denen, die da hinkommen, gemeinsam zu diskutieren. Wir werden über Kinderarmut sprechen, über Kinderreichtum. Wir werden über Europa reden, denn die Europawahl steht unmittelbar vor der Tür. Wir werden über die Verteidigung von demokratischen Strukturen reden und diese Veranstaltung, darauf freue ich mich am meisten drauf, wir werden über Bäume sprechen. Das Gespräch über Bäume soll, der Kohlekompromiss hat uns das ein bisschen die Brisanz genommen, wir wollen gerne mal in dem Spannungsverhältnis von Energiesicherheit, Schutz eines alten Waldes in Hambach und den Arbeitsplätzen angesichts des global drohenden Klimawandels mal in dieser Diversität und in dieser Differenziertheit und auch den Spannungen, die da sind, den Ambiguitäten, wie man es etwas neudeutsch formulieren könnte, mal miteinander zu besprechen. Die verschiedenen Positionen gemeinsam mal zu besprechen. Partei ergreifen. An einem Ort, den Sie auch nicht kennen, der Bar 42, der Ort mit der Antwort auf alle Fragen. Denn spätestens, wenn Sie per Anhalter durch die Galaxis gelesen haben, wissen Sie, welche Rolle die Zahl 42 spielt. Bin ich ein bisschen aus dem Plan, vielleicht müssen wir nächste Folie, damit ich weiß, was kommt. Reden mit. Ah ja, und natürlich, wenn wir so viele Künstler da haben, können wir auch mit den Künstlern reden. Und diese Reihe nennen wir einfach schlicht Reden mit. Wir reden mit Henrique Iglesias, wir reden mit Roberto Chuli, ich sagte das bereits, wir reden mit dem Kaleni-Kollektiv, wir reden mit Henrique Iglesias und wenn es uns gelingt und er anreist, reden wir sicher auch mit Peter Brook. Das Kinder- und Jugendtheater kommt aber jetzt, darüber haben wir bereits berichtet. Nichtsdestotrotz wollen wir es Ihnen hier noch einmal beschreiben. Das Kinder- und Jugendtheater, das habe ich vielfältig gesagt, ist die Form des Theaters, in der es am leichtesten möglich ist und deswegen ist sie so wichtig, Kinder allen Altersgruppen, allen Herkünften, allen finanziellen Möglichkeiten zu erreichen. Denn durch die Involvierung von Bildungseinrichtungen und die Unterstützung von großzügigen Spendern ist es möglich, unabhängig von dem, was zu Hause finanziell möglich ist, allen Kindern einer Region Theater zugänglich zu machen. Und deswegen haben wir ein sehr, sehr ausführliches Kinder- und Jugendtheaterprogramm zusammengestellt, das alle Altersgruppen umfasst. Ich glaube, wir haben jetzt eine Grußbotschaft. Hallo, mein Name ist Brigitte Didier. Ich bin die Intendantin des Jungen Ensembles Stuttgarts, dem Theater für junges Publikum der Landeshauptstadt Stuttgart. Und ich bin die Regisseurin vom Steppenwolf, der nach Recklinghausen kommen wird. Wir freuen uns riesig über diese Einladung. Das Yes war schon in früheren Jahren in Recklinghausen vertreten bei den Ruhrfestspielen. Diesmal ist die Freude aber besonders groß, weil wir schon in der Vorbereitung gemerkt haben, dass der Stellenwert von Kinder- und Jugendtheater ein anderer ist. Es ist kein Feigenblatt, was noch dazu kommt zu diesem Programm. Es ist ein ernst gemeintes Votum. Das zeichnet sich in verschiedenen Begebenheiten ab. Ein ganz entscheidender ist, dass wir hier im Yes drei Spielorte haben und einfach nicht jede Inszenierung zum Beispiel ins Zelt geht. Und dass das jetzt keine Frage ist unter der neuen Intendanz von Olaf Kröck, dass wir mit dem Steppenwolf auf der kleinen Bühne des Festspielhauses spielen, ist für mich eine Aussage, die da getroffen wird und wo ich sage, ich hoffe, wir sind nicht nur bei den ersten Ruhrfestspielen von Olaf Kröck dabei, sondern wir werden ein Partner für die Zukunft. Ich freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen. Tschüss! Genau, das, was Brigitte Dittier schon andeutet mit dem kleinen Haus, ist ein Grundprinzip, was wir uns zu eigen gemacht haben, als wir gedacht haben, wie können wir auch Kinder- und Jugendtheater hier stärken.
Wir setzen es jetzt in alle Räume. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, weil je nachdem, wie alt die Kinder sind, müssen sie einfach näher dran sitzen, weil sozusagen die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspannen sich dann natürlich verändern. Wir freuen uns sehr, dass Brigitte Detier hier zu Gast sein wird. Sie ist auch Vorsitzende der Vereinigung für Kinder- und Jugendtheater vor kurzem geworden, der ACT. Und ich habe sehr gute Gespräche im Vorfeld mit ihr geführt. Sie ist auch Faustpreisträgerin. Und bevor ich den Steppenwolf vorstelle, möchte ich noch über eine andere Produktion reden. Olaf Böck hat schon gesagt, wir möchten versuchen, alle Altersspannen abzudecken. Eine weitere Faustpreisträgerin kommt nämlich mit einer Produktion zu uns, für die sie soeben diesen Preis gewonnen hat. Das ist Martina van Boxen. Und die kommt mit Lindberg, die Geschichte einer fliegenden Maus. Das ist eine Bilderbuchbearbeitung von dem Bilderbuch von Torben Kuhlmann, die sie für Bochum produziert hat. Und ist eine sehr liebevolle Arbeit mit zwei Musikern und einem Schauspieler und einer Puppe, das ist nämlich diese Maus, über eine kleine Maus, die ein Flugzeug erfindet, weil sie nämlich in ihrer Heimat bedroht ist und über den großen Teich fliegen will. Das Ganze hat so eine 20er, 30er Jahre Ästhetik und ist ein sehr poetischer Abend für Kinder ab 5. Den werden wir in Mahl zeigen. Damit eben auch die Kindergärten in Mahl einen Programmpunkt haben oder ein Kindertheater für Mahl dabei ist. Die nächste Produktion, die ich vorstelle, ist eben der Steppenwolf. Da ist Brigitte Detier auch die Regisseurin. Sie hat sich gefragt, was kann eigentlich der Steppenwolf aktuell Jugendlichen noch sagen, und hat sich diesen Stoff angenommen mit drei Schauspielern, einem Breakdancer und einer Musikerin, und erzählt ihn neu hier im kleinen Haus für Jugendliche ab 15 Jahren. Das zeigen wir auch im Abendprogramm, aber es ist eben ein dezidiert jugendlicher Zugriff. Dann freuen wir uns besonders, dass wir eins der bedeutendsten Performance-Kollektive Deutschlands gewinnen konnten, bei uns aufzutreten. Das ist nämlich Showcase Beat Le Mans, die den Teufel mit den drei goldenen Haaren zeigen werden nach den Gebrüdern Grimm. Showcase ist einer der Experten für großräumige Theaterinstallationen und auch für seine Arbeiten für Kinder und Jugendliche sehr berühmt geworden. Unter anderem der Räuber Hotzenplotz ist da eine der ausgezeichneten Arbeiten. Und sie haben eine neue Arbeit gemacht zusammen mit dem Deutschen Theater, dem Theater Freiburg. Und das wird eben hier gezeigt, das ist auch ein Abend oder ein Vormittag für die ganze Familie im kleinen Haus. Und die vierte Arbeit, die ich hier vorstellen möchte, ist eine Arbeit vom, renommiertesten Kinder- und Jugendtheater in Deutschland, das sich politischem Theater verschrieben hat. Das ist das Grips-Theater aus Berlin, eben extra eine Vorstellung für uns verlegt, damit sie hier sein können, weil sie sich über die Einladung so gefreut haben. Und die kommen mit einer modernen Romeo-und-Julia-Geschichte mit dem Titel Jabba. Da verliebt sich ein islamisches Mädchen in einen Jugendlichen, dessen Vater im Gefängnis sitzt, und aus dieser Konstellation entwickelt sich eine zarte Liebesgeschichte, die dann aber durch eigentlich mehr das kulturelle Umfeld sehr gefährdet ist, weil sozusagen die Vorurteile, mit denen die beiden konfrontiert sind, letztlich dazu führen, dass das nicht gut ausgeht. Es ist eine sprachlastige, sehr einfach erzählte Geschichte, die aber sehr anrührend ist, die das mit einem großen Gespür und einer Sensibilität für ihre Figuren macht, ohne in diese typischen Klischee-Fallen zu tappen, die man da durchaus treffen kann für Kinder ab 13 oder Jugendliche ab 13. Und dann freue ich mich an dieser Stelle nochmal Frau Einhoff zu begrüßen, die von der InnoG hier ist, denn die InnoG unterstützt den Kinder- und Jugendtheaterbereich ganz besonders. Sie ist unser Presenting Sponsor. Und wie in den Jahren zuvor wird es eine Produktion geben, die durch den ganzen Kreis Recklinghausen reist. Die haben wir genannt nun Kindertheater Mobil. Das ist in diesem Jahr der kleine Wassermann, den das Ensemble Toboso inszeniert hat als ein Live-Hörspiel. Und da passiert es eben, dass dann geblubbert wird und dass man mit dem Pömpel auf der Bühne die Schritte des Wassermanns sieht und gleichzeitig hört und die Geschichte dazu im Kopf entstehen kann. Das ist eine sehr schöne Arbeit, die auch ausgezeichnet wurde mit einem Preis der TU Dortmund, und wir freuen uns, dass sie hier dank InnoG durch den Kreis Recklinghausen reisen kann. Ja, ein Bereich, zu dem ich viel gefragt worden bin, ist von uns neu benannt worden. Ich bin viel danach gefragt worden, was passiert denn mit dem Fringe Festival?
Das Fringe Festival hat ausschließlich seinen Namen verloren, denn die Inhalte, das haben wir Ihnen jetzt gerade eigentlich schon gezeigt, sind weiterhin vollumfänglich erhalten. Unter dem Begriff Fringe, der ja aus dem englischen Raum kommt und eine bestimmte Form des Theaters, vor allem einer Festivalform, beschreibt, kennen sich Experten ganz gut aus und können sich was darunter vorstellen. Und in Recklinghausen auch, der eine oder die andere, weil sie diese spezielle Recklinghäuser-Version des Fringe viele, viele Jahre besucht hat. Darüber hinaus ist der Begriff aber relativ unbekannt und vor allem ist wenig bekannt, was das meint. Hier im Fringe waren Kinder- und Jugendtheaterarbeiten eingefasst, das waren Bereiche des Musik, des musikalischen Programms und ein Bereich, der aber seit einigen Jahren zu den führenden neuen Kunstformen der darstellenden Kunst führt, nämlich der neue Zirkus. Eine der großen, berühmten, weltberühmten Gruppen des neuen Zirkus ist der Cirque du Soleil, die sehr affirmativ arbeiten, sehr verzaubernd arbeiten. Tiere spielen hier keine Rolle mehr, sondern es wird mit Mitteln der Akrobatik wird und der physischen Kunst werden Geschichten erzählt. Der neue Zirkus ist eine boomende Kunstform der darstellenden Kunst europaweit und vor allem wird diese Kunstform zunehmend in den Blick genommen, auch von Förderern. Und so haben wir im sehr speziellen, im Augenblick noch in Aussicht, deswegen kann ich es nur so nebulös sagen, eine weitere Förderung dieses Bereiches. Wir hoffen darauf und sind ganz zuversichtlich, aber auch dieser Bereich wird, wie in den letzten Jahren das Fringe Festival, jetzt dankenswerterweise von Innogy wieder unterstützt. Und Lydia Kopka stellt Ihnen jetzt etwas ausführlicher das Programm des neuen Zirkus. Wir haben einen Trailer. Ja. Ah ja. Zirkus, wir freuen uns sehr. Es sind ganz tolle Arbeiten dabei. Drei zu dreien möchte ich exemplarisch jetzt noch kurz was sagen. Das ist zum einen Buteles von der Kompanie Lapsus aus Frankreich. Damit werden wir das Theater Mal eröffnen. Also auch eine große Bühne, auf der wir einen neuen Zirkus präsentieren. Und wir freuen uns, dass das direkt eine Deutschlandpremiere ist von dieser Arbeit. Der Begriff Buteles kommt aus dem Arabischen und bezeichnet den Zustand zwischen Schlafen und Wachen, wenn man so halb in seinen Träumen gefangen ist, vielleicht auch in seinen Albträumen gefangen ist und noch im Unterbewusstsein abgetaucht ist und da nicht richtig rauskommt. Und das ist eigentlich ja, wirklich der perfekte Titel für diese Arbeit, weil das genau auch die Atmosphäre einfängt von diesem Stück Neuen Zirkus. Es ist so, als würde man in das Unterbewusstsein dieser Künstler eintauchen. Es ist eine düstere, aber auch komische Traumwelt, als würden sie
in eine Erzählung von Murakami eintauchen. Es sind unheimlich schöne Bilder und ganz beeindruckende Akrobatik, die auch kombiniert ist mit eher überraschenden Disziplinen. Also zum Beispiel gibt es einen Flugdrachen, der gelenkt wird und der eine entscheidende Rolle spielt. Es gibt auch ganz tolle Illusionen, magische Momente eigentlich. Und das ist eine Arbeit, die sehr schön verdeutlicht, wie man ohne Sprache eine Welt erschaffen kann und eine ganze Geschichte erzählen kann. Die zweite Arbeit, ich weiß ja nicht, ob man Lieblinge haben darf. Wenn ja, dann ist das ein Liebling von mir auf jeden Fall in diesem Festival. Un Pollo Rojo, das sind zwei Argentinier, die mit dieser Arbeit jetzt auch schon lange touren. Waren so Geheimtipps auf den Festivals in Avignon, in Edinburgh, da habe ich es auch gesehen vor 2 Jahren und wir freuen uns sehr, dass das jetzt geklappt hat. Das ist ein wirklich Physical Theater par excellence, kann man sagen. Eine ganz überraschende Mischung aus Tanz, aus Wrestling, Capoeira, Ringkampf, Slapstick. Und dabei wird unheimlich gut und sehr humorvoll so Geschlechterrollen aufs Korn genommen und Vorstellungen von Männlichkeit werden dekonstruiert, kann man sagen. Also mit sehr viel Witz wird da so der südamerikanische Machismo, den man vielleicht so im Hinterkopf hat, aufs Korn genommen. Und die Geschichte ist ganz einfach. Man befindet sich in einer Umkleidekabine, in der Männer ja dann unter sich sind und das tun, was Männer da tun oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Es ist sehr überraschend, was diese beiden Männer da tun in dieser Umkleidekabine. Es ist ein Hahnenkampf, der auch zwischendurch sehr eskaliert und das zeigen wir in der Halle König Ludwig. Also es gibt wenig Tickets und da würde ich allen empfehlen, sich das schnell zu sichern. Und dann auch noch ein Stück neuer Zirkus für die ganze Familie. Da freuen wir uns auch sehr, dass das geklappt hat. Auch wieder im Theater Mahl. Oh, oh, das sind zwei Künstler aus der Schweiz, die Compagnia Bacala. Die haben wir vor 4 Jahren schon mal bei uns im Programm gehabt mit ihrer ersten Show. Psst, psst, die lief damals im Fringe-Zelt. Jeden Tag ausverkauft und deswegen bekommen sie jetzt eine größere Plattform, eine größere Bühne. Das ist wirklich eine Show, die das Clown-Genre nochmal neu erfindet oder zeigt, wie man das Ganze modern und aktuell zeigen kann. Überhaupt nicht verstaubt, trotzdem eine schöne Portion Nostalgie. Man ist erinnert an Charlie Chaplin, an Buster Keaton, an wirklich so Comedy-Legenden. Und das Timing zwischen diesem Duo ist wirklich erstaunlich. Und wie selbstverständlich so ganz spektakuläre Akrobatik da noch eingeflochten wird in diese Erzählung, ist auch besonders schön. Das kann man wirklich mit der ganzen Familie sich anschauen. Wir haben auch da geguckt, dass wir da Vorstellungen auch schon um 15 Uhr zeigen. Und da freuen wir uns, das ist dann der Abschluss im Theater Mahl. Also wir starten und enden im Theater Mahl jeweils mit neuem Zirkus. Ja, eine andere Form, die Sie lieben und die Sie kennen, wenn Russisch spielen, gibt es auch weiterhin. Ich bitte einmal ganz kurz Herrn Banaya, Alois Banaya, der sich nicht nur mir, sondern sehr vielen anderen in dieser Stadt mit einem sehr schönen Satz, ich nehme ihn jetzt einmal kurz weg, weil ich finde ihn so schön, er stellt sich mir immer vor, Tag, mein Name ist Alois Banaya, ich arbeite bei den Ruhrfestspielen, kommen Sie kurz hoch. Und Herr Banaya ist seit 30 Jahren hier bei uns, macht viel im Bereich Kino- und Jugendtheater, ist the man of the 1. Mai und für das Kabarettprogramm zuständig. Wahnsinnig rasend interessanten Programm auch ein Kabarettfestival noch Platz hat. Und was erwartet uns? Das will ich jetzt gar nicht so genau, auch mit einem kleinen Blick auf die Zeit, alles beschreiben. Ich erzähle Ihnen mal, wie das war, als der Wilfried Schmickler beim letzten Mal hier war. Vor 700 Leuten in diesem großen Haus hier. Dann tritt er nach dem Schlussapplaus einmal kurz dahin zur Seite und dann geht er wieder auf und sagt Folgendes. Nach da hinten hingewandt. Liebe Leute, super, dass ihr da wart. Ich freue mich über jede Einzelne und jeden Einzelnen, der heute Abend hier war. Aber bitte, geht auch mal zu den anderen Kolleginnen und Kollegen, die in kleineren Häusern spielen, die schon lange touren und nicht so große Säle füllen. Junge Leute, es gibt junge Kolleginnen, es gibt ältere Kollegen, die eure Aufmerksamkeit genauso gut verdient haben wie ich. Davon sehen Sie hier natürlich bei uns auch einige, denn wir als öffentlich gefördertes Festival müssen jetzt nicht nur auf die Hits setzen, sondern wir dürfen auch Künstler und Künstlerinnen hier präsentieren,
die es vielleicht noch nicht ganz geschafft haben oder noch am Anfang stehen. Trotzdem haben wir hier eine illustre Schar von Kabarettistinnen und Kabarettisten zu erwarten im nächsten Jahr. Was neu ist, ist, dass wir nicht zu Anfang 10-mal hintereinander Kabarett abhaken, sondern was ich gut finde, wir haben das so übers gesamte Festival verteilt und haben damit sogar Möglichkeit, zum Beispiel an so einem Tag wie dem 8. Mai oder am 22. Mai, wo wir diese Formate parteiergreifend haben, im Anschluss auch immer thematisch verwandtes Kabarett zu haben. Oder, was einige vielleicht auch freuen wird, am Abend vor dem letzten Bundesligaspieltag haben wir Sven Pistor mit der Fußballschule hier. Das wird bestimmt ein super Abend. Ja, vielen Dank. Alles beinahe. Dankeschön. Ach, den 1. Mai? Natürlich, den 1. Mai auch noch. Genau. Entschuldigung. Gut, der 1. Mai, der findet am 1. Mai statt, wie wir hier sehen, als Kulturvolksfest. Seit 1976. Immer besser. Ich glaube, in diesem Jahr wird eine Verbesserung sein, dass wir schon vorzeitig in den Vorverkauf für einige Programmpunkte gehen. Das heißt, wir nehmen uns mal vor, schon Anfang April vielleicht Tickets zu verkaufen für die Veranstaltungen, die es da gibt, im Großen Haus auch. Und ich glaube, es wird ein sehr viel politischerer 1. Mai, wie wir ja eben schon gehört haben, wird es um Kinderrechte gehen zum Beispiel. Und ich freue mich sehr darauf. Jetzt aber, vielen Dank. Ich mich auch. Und gucken Sie mal, es ist erst seit 1976 bei Ruhr gespielt. Also auch nicht von Anfang an. Vielen Dank. Jetzt bin ich schon wieder aus der Bahn geworfen. Ah ja, natürlich, aber ich habe ja gesagt, raus aus dem Fringe, rein ins Festivalprogramm. Wir haben ein sehr ausführliches und sehr komplexes Musikprogramm auch. Denn zwischendurch muss es auch Musik geben. Lilia Kopka beginnt mit der Eröffnung unseres Musikfestivals. Ich fange an. Ach so. Ja, die beiden saßen mit mir zusammen, Volker Bertelmann alias Hauschka und die Schauspielerin Sandra Hüller und haben dann gesagt, sag mal Sandra, wo haben wir uns das denn nochmal ausgedacht? Dass wir unbedingt mal zusammen was machen müssen. Dann haben sie beide kurz überlegt und meinte Sandra, ich glaube, das war in L.A. nach den Oscars. Sie waren nämlich vor 2 Jahren beide zu den Oscars für den Oscar nominiert. Sandra Hüller mit dem Film Toni Erdmann als Hauptdarstellerin dieses Films und Hauschka als Komponist zu der Musik The Lion. Beide haben den Oscar nicht bekommen, aber sie können sich fortan nominated nennen. Und Volker Bertelmann, einer der führenden Minimal- und serielle Musikpianisten mit Sitz in Düsseldorf, ist mittlerweile auch ein sehr gefragter Filmkomponist und Mitglied der Los Angeles Akademie, die den Oscar für den Bereich Filmmusik vergibt. Das heißt, er ist regelmäßig in den Staaten und die beiden haben schon seit langem vor, mal gemeinsam auf einer Bühne zu stehen und es gelingt erstmalig jetzt bei den Ruhrfestspielen. Hüller trifft Hauschka, Sandra Hüller liest, Hauschka macht Musik. Es ist eine fantastische Kombination und nur um noch die anderen Orte zu sagen, wo Hauschka dieses Jahr spielt. Er spielt noch kurz vorher die Elbphilharmonie, unser großes Haus und danach noch die CO Pop, die jetzt glaube ich etwas anders heißt. Das sind die einzigen Stationen und einige von Ihnen, die auch den Musikbereich abdecken, wussten das schon vorher, weil Sony Records das schon vor ungefähr 3 Wochen verschickt hat, dass das mit im Rahmen der neuen Platte eben auch bei den Ruhrfestspielen stattfindet. Das ist wirklich ein Big Player und wir freuen uns riesig auf die Kombination und die Begegnung dieser beiden Künstler. Ja, die nächste Gruppe heißt Slicks und die ist eine der besten Vokalensembles oder man kann auch A Cappella-Gruppe sagen, was ich immer nicht so gerne sage, weil das so eine bestimmte Assoziation im Kopf auslöst, die ich finde, die sie aber überschreiten und überhaupt nicht bedienen. Sie sind unter anderem bekannt dafür geworden, dass sie Bach-Kompositionen nur rein stimmlich vertont haben und Teile aus diesen Bach-Kompositionen werden sie singen in der Christuskirche. Dieses Programm nennt sich Silent, da kommen unter anderem noch vor Vertonung der Literatur, Gedichte von Goethe oder Rimbaud und eben diese Bach-Stücke. Das machen wir in der Christuskirche, die neue Spielstätte ist in diesem Jahr. Und dann am nächsten Tag zeigen sie, dass sie aber auch laut können und gehen mehr auf ihre Seite ein, wo sie sich mit Funk und Pop, Weltmusik und ja auch Klassik beschäftigen. Da wird man eher David Bowie hören
oder auch Prince. Und das machen sie dann im Theaterzelt unter dem Titel Playgrounds. Festspielzelt, ich muss das sofort korrigieren. Kein Problem, wir nennen es jetzt Festspielzelt, weil sonst kommen alle durcheinander. Wir bleiben beim Festspielzelt. Und zwar kommen wir einmal zu der Eröffnung vom Festspielzelt am 5. Mai und an den darauffolgenden Tagen. Das wird eine musikalische Eröffnung, auf die wir alle schon sehr gespannt sind. Das sind die Duck Daughters, das ist wirklich Frauenpower aus der Ukraine. 7 Performerinnen, die eben nicht nur Musikerinnen sind, sondern ursprünglich auch Schauspielerinnen waren. Und sie kommen mit ihrem Freak-Kabarett. Und das ist eine ganz wilde Mischung. International bekannt geworden sind die Duck Daughters vor ein paar Jahren, um genau zu sein, 2013, bei den Protesten auf dem Maidanplatz in der Ukraine, wo sie auf den Barrikaden performt und gesungen haben. Und eines ihrer Lieder, nämlich Roses Donbass, das ist eine Mischung aus einem ukrainischen Volkslied und einem Sonett von Shakespeare, das ist zu einer der Hymnen dieser Protestbewegung auf dem Maidanplatz geworden. Wenn Sie das bei YouTube suchen, es hat wirklich an die 2 Millionen Klicks mittlerweile. Ich hoffe vielleicht nach heute noch ein paar mehr Klicks, denn Sie sollten sich das unbedingt mal anhören. Diese Mischung ist wirklich einzigartig. Es ist Folklore, so dieser ukrainische mehrstimmige Gesang, der wirklich unter die Haut geht. Es ist Punk, es ist Klassik, es ist Jazz, angehaucht auch eben von so französischen Kabarets. Sie hören Songs von Mireille Mathieu, aber auch Kurt Cobain, von Chopin. Alles wird dann miteinander vermischt und es gibt keine Grenzen. Ästhetisch, wenn Sie sich das Bild angucken, erinnert es auch, finde ich, so an den Stil der Tiger Lilies, wer die kennt. Und ja, wer Freund der Tiger Lilies, Fan der Tiger Lilies ist, sollte die Duck Daughters auf jeden Fall nicht verpassen. Dann darf ich noch eine Sache vorstellen, die Sie nicht im... Entschuldigung, das ist noch davor. Ein weiterer wichtiger Partner in Recklinghausen, der sich auch als ein unglaublich angenehmer und inhaltlicher Gesprächspartner gezeigt und bewiesen hat, ist die Leitung der Neuen Philharmonie Westfalen, die auch in diesem Jahr bei den Ruhrfestspielen vorkommt. Aus terminlichen Gründen wird es ein Konzert, im letzten Jahr gab es ja 2, es ist rein terminliche Kollision. Wir werden auch im nächsten Jahr versuchen, das wieder zu erhöhen. Das Programm trägt einen Titel, nämlich Skandale. Und Rasmus Baumann und ich sind nämlich darauf gekommen, dass in Momenten, wo künstlerische Umbrüche passieren, es ja auch gerne mal eine Irritation beim Publikum gibt. Und interessant ist, wie man auf diese Irritationen dann mit einem zeitlichen Distanz wieder zurückblickt. Und das Konzert zeigt 3 Kompositionen, nämlich eine von Richard Wagner, die Ouvertüre vom Tannhäuser, dann die Lieder von Alban Berg und die 3. Sinfonie von Anton Bruckner. Ich habe mir die alle angehört und nochmal, und es ist wirklich frappant, wenn man sich dieses Programm anhört und sich vorstellt, dass das zu seiner Entstehungszeit einen gigantischen Skandal ausgelöst hat. Und ich glaube, da begreift man viel sozusagen, welche inneren Kartografien auch bei einem Betrachter, einem Zuhörer entstehen, wenn er mit etwas Neuem konfrontiert ist. Und dieses klassische Konzert ist ein gewitzter Kommentar auf diesen Vorgang. Tolles Programm. Jetzt darf ich noch was Neues vorstellen, was Sie nicht im Programmheft finden, weil das wirklich ganz aktuell noch geklappt hat und wir uns sehr aber freuen, dass es geklappt hat. Zum einen freuen wir uns darüber, dass wir auch wieder mit dem Ratskeller als Partner arbeiten, als Spielstätte, wie in den Vorjahren. Und besonders freuen wir uns über den Gast, nämlich Nico Weidemann mit seinem Programm, mit seinem Abend Ich sehe Monster. Nico Weidemann hat eine beeindruckende Karriere, musikalische Karriere und blickt auf diese zurück. Er hat zusammengearbeitet mit Rio Reiser, mit Yoko Ono, mit Lena, mit Nick Cave, mit Sean Lennon, Rufus Wainwright, um nur ein paar zu nennen. Und er blickt in diesem Konzert, was quasi ein autobiografisches Konzert ist, zurück auf die letzten 30 Jahre seiner Karriere. Die aktuell Bekanntheit hat er erlangt durch Babylon Berlin, vielleicht einigen auch bekannt, haben vielleicht einige gesehen. Da hat er den Soundtrack komponiert und ist dafür unter anderem auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Und wir freuen uns sehr auf 3 sicherlich sehr spannende Konzerte im Ratskeller zum Abschluss der Festspiele. Wir arbeiten auch mit der Sparkasse Fest zusammen, die ja seit vielen Jahren zu
ein interessantes Programm macht, der Förderung junger lokaler Musikerinnen und Musiker aus Recklinghausen. Die bündeln sie immer wieder, indem sie Leerstände bespielen in ihrem sogenannten Clubraum. Und der Clubraum Nummer 4 wird im Rahmen der Ruhrfestspiele stattfinden, im Palais Fest. Wir haben einen tollen Ort gefunden, wo wir das Palais zu einer Spielstätte machen und eben auch nicht nur mit Musik, aber eben auch mit Musik bespielen werden. Ja, und wir werden auch weiterhin die Konzerte in der Sparkasse haben. Und auch dort gibt es eine kleine Mini-Änderung, denn wir haben es erst nach Drucklegung geschafft, die Spielstätte zu ändern und gehen jetzt ins Hauptgebäude der Sparkasse, und zwar das ist am Herzogwall Nummer 5. Bisher war es ja immer im zweiten Sparkassengebäude hier in der Innenstadt, und wir wechseln jetzt den Ort und hoffen, dass es nicht zu viel Verwirrung beim Publikum auslöst. Wir haben drei fantastische Musikerinnen und Musiker da, wir haben eine südamerikanische Sängerin, die mit ihrer Familie kommt, eine eher dem Gypsy Jazz angehauchte Gruppe und einem aus dem Jazz kommende, ein Jazz kommendes Duo. Darf ich vielleicht? Nochmal zurück, das Bild nicht zurück, das nochmal zurück. Ja. Eine Sache, die ich gerade tatsächlich noch vergessen habe: Wir haben noch eine Veranstaltung im Programmheft, die uns nach der Drucklegung leider abgesagt werden musste. Das ist die Schöne und das Biest. Ach, so die können wir leider nicht zeigen, weil die Hauptdarstellerin nicht zur Verfügung steht und sie es nicht umbesetzen können, sodass sie das bitte aus ihrem Programm leider streichen müssen. Lass mal noch ganz kurz die Folie weg. So, ein Thema Musik, das sehr viel diskutiert worden ist und in Recklinghausen debattiert wird, ist die Information des Intendanten der Ruhrfestspiele, kein Abschlusskonzert zu veranstalten. Das stimmt, und es stimmt gleichzeitig nicht. Selbstverständlich werden die Ruhrfestspiele einen großen Abschluss bekommen. Wir haben uns nur aus verschiedenen Gründen entschieden, einer davon ist ein ökonomischer, in diesem Jahr kein aufwendiges Popkonzert zu veranstalten, weil da eine ganze Vielzahl von Prozessen dran hängen, die für ein hauptsächlich im Theater agierendes Festival immer einen besonderen Zusatzaufwand, nicht nur finanziell, sondern auch für all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach 6 Wochen Festival dann noch den großen Act stemmen müssen. Und wie Sie wissen, ist sozusagen auch der Zuspruch in Masse sozusagen nicht so wahnsinnig immens gewesen in den letzten Jahren, dass wir uns entschieden haben, einen anderen Weg zu gehen. Wir werden beim Ruhrfestspielen fortan ein paar Partys feiern, und wir werden am letzten Abend, nach Abschluss aller Vorstellungen, das ist der 9. Juni, eine Fête Surprise machen, also eine große Überraschungsparty. Der Eintritt dazu ist frei, und einen unserer DJs kennen wir aber schon. Jetzt können wir die nächste Seite zeigen. Denn Lars Eidinger, der Schauspieler Lars Eidinger, ebenfalls Babylon Berlin, der Star der Schaubühne Berlin, wird als DJ an diesem Abend auflegen. Die Vorstellung, die wir mit ihm geplant haben, konnte nicht stattfinden. Die ist auch nirgendwo erwähnt und so weiter. Aber hier kommt er aber doch zu uns und ist als DJ da. Und ich bin bei all denjenigen, die gesagt haben, hat er denn was für die jungen Menschen im Programm? Sie wissen, Lars Eidinger war gerade erst mit Intervention eines Bundestagsabgeordneten, ist er zu einem Fotohelden der Bravo geworden. Machen Sie sich keine Sorgen, junge Zuschauerinnen und Zuschauer werden das Haus hoffentlich stürmen. Und wir müssen mal gucken, wie wir den Zugang regeln, weil bei schlechtem Wetter gehen wir natürlich nach drin, auch wegen des Lärms. Aber wir freuen uns jetzt auf einen großen Abend dort. Und da kommt noch einiges dazu, das sagen wir Ihnen dann später. So, wir haben aber jetzt über Geld gesprochen. Ich möchte eine Kollegin auch nochmal zu uns bitten, die ihren Raum kriegt. Und das ist die kaufmännische Direktorin, Geschäftsführerin der Ruhrfestspiele, Genia Nölle, mit der ich auch dankenswerterweise sehr, sehr gut zusammenarbeiten konnte. Frau Nölle. Hallo. Ja, wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Freundschaft und für Ihre Offenheit. Und wir danken ganz besonders unseren Gesellschaftern, der Stadt Recklinghausen, Herrn Bürgermeister Tesche, den Vertretern und Vertreterinnen des Rates, die heute auch hier anwesend sind, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, dem Bundesvorstand, der Hesselbach-Stiftung, der Hans-Böckler-Stiftung, dem Stadtmarketing und der freundlichen Unterstützung auch der Stadt, dem Land mit dem großzügigen Zuschuss, dem Bund, der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Wir danken der RAG-Stiftung. Frau Berger-Fodopia ist heute Abend unser Gast. Wir danken Ivonik mit der freundlichen Anwesenheit von Markus Langer, von Sven Scharnhorst und den Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns über die langjährige Treue von Maria Allnoch und Indigi. Wir sagen der Sparkasse Fest herzlichen Dank, genauso wie den Vertretern des Medienhauses Bauer. Wir sind dankbar über die Unterstützung, die langjährige auch der Volkswagen AG.
Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden vergessen habe, sonst müssen Sie noch eintreten. Ganz herzlichen Dank, denn ansonsten wäre das wunderbare Werk der Kollegen gar nicht zu leisten gewesen. Und ich danke Ihnen, Frau Nölle, weil es ist das, ja, vielen Dank. Weil es tatsächlich so, auch das sei hier noch einmal deutlich erwähnt, gerade bei einem Übergang, sozusagen auch in den etwas turbulenten ökonomischen Bereichen, wäre es ohne so eine gute Zusammenarbeit mit vor allem Frau Nölle und ihrem Team wiederum in der Verwaltung, in der Buchhaltung, in der Lohnbuchhaltung überhaupt nicht möglich gewesen, so einen ruhigen und unaufgeregten Transfer zu machen. Also deswegen nochmal herzlichen Dank dafür. Ja, so, wir haben natürlich auch einen Service zu erklären und ein wichtiger Punkt davon ist, dass die Ruhrfestspiele einen neuen digitalen Auftritt haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt als erstes kommt. Und da möchte ich Ihnen, wir haben es nicht geschafft, es sozusagen digital live zu schalten. Das sind jetzt nur Stills, Sie machen das relativ zügig, aber Sie sollen es einmal sehen, wie der Service bei den Ruhrfestspielen haben eine komplett neue Optik erhalten. Eine Sekunde noch einmal bitte zurück. Ich will das sehr schnell erstellen. Das ist sozusagen ein exemplarisches Beispiel der Startseite. Und Sie sehen hier zwei Dinge sofort, wenn Sie Ihren Rechner, Ihr Handy oder sowas anschmeißen. Sie kriegen eine sehr einfache Navigationsstruktur, Sie kriegen einige Funktionen ganz einfach gefeatured und Sie haben unten sofort eine Programmleiste, eine Terminleiste. Und diese Terminleiste ist ein Filter, wir gehen mal einen weiter. Und Sie sehen gleichzeitig oben Genrefilter und Sie sehen schon ein paar Vorschläge. Hier in dem Fall ist es sogar eine tatsächliche Chronologie der Abfolgen. Wir gehen mal auf die nächste Seite. So, und Sie können jetzt, Sie sehen da oben links zwei schwarze Balken. Sie können sich jetzt ein Genre selber auswählen, zum Beispiel hier ist ausgewählt Literatur und Schauspiel. Und automatisch generiert diese Maschine das, was in diesem Genre vollständig zu sehen ist. Alles andere wird ignoriert. Wir gehen mal noch eins weiter. Entschuldigung, gehen nochmal eine zurück. Da oben sehen Sie jetzt auch gefettete Zahlen. Das gleiche können Sie auch mit den Daten machen. Sie können ja sagen, ich kann nur am 26. Mai, was zeigen Sie denn da? Sie können aber auch sagen, ich kann nur am 26. Mai, interessiere mich aber ausschließlich für den neuen Zirkus und können sozusagen diese beiden Dinge gleichzeitig wählen. Sie können das zusammenhängend tun, Sie können das getrennt voneinander tun. Gehen wir nochmal eine weiter. Und dann landen Sie irgendwann auf einer Stückseite, die sozusagen nur die einzelne Produktion zeigt, wenn Sie das denn wünschen. Wir gehen noch weiter. Und unten drunter sehen Sie sofort weitere Vorstellungen, wo es ist. Und Sie können von dort aus sofort Karten kaufen und reservieren. Denn wir werden ab sofort die Online-Ticketing im Haus selber steuern und regeln, weil dann auch der Kontakt und der Weg zu unserer Kartenstelle, die ja weiterhin am Bahnhof ist, direkter funktioniert. Wir gehen noch ein zweites. Und so haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, links lesen Sie Programm eben in einem Bereich Bild, Informationen zu kriegen. Rechts lesen Sie Spielplan, das heißt jetzt sogar mittlerweile ein bisschen anders. Und Sie sehen wirklich nur die Terminübersicht und haben hier die Möglichkeit, sich auch noch uhrzeittechnisch zu organisieren, weil Sie zum Teil, das sehen Sie hier in dem Beispiel des 11. und 12. Mai, durchaus die Möglichkeit haben, erst vielleicht zu Frau Penny-Hassiasu ins Museum zu laufen und dann um 15 Uhr Reportage live zu gucken. Dann gehen Sie um 18 Uhr in The Prisoner und haben dann Ihren Tag beim Ruhrfestspielen gehabt. Oder Sie fahren noch nach Marl und gucken Butelis. Am Abend zuvor könnten Sie zum Beispiel The Prisoner bis 19.15 Uhr gucken und schaffen es dann aber noch zu Max und Moritz ins große Haus und können eine weitere Vorstellung gucken, weil Sie beispielsweise nicht aus Recklinghausen sind, sondern aus Ingolstadt angereist sind. Wir erwarten nämlich bereits eine Reisegruppe aus Ingolstadt. So. Das Zweite ist, wir haben in dem Bereich der Karten, die Kartenpreisstruktur etwas vereinfacht. Ich versuche ein paar Fragen zu antizipieren. Nein, die Ruhrfestspiele sind nicht teurer geworden. Sie finden eigentlich die gleichen Preise wieder wie in den Jahren zuvor. Wir haben sie nur etwas sortiert. Es sind, glaube ich, 6 Preiskategorien weggefallen. Das ist die gesamte Preisstruktur der Ruhrfestspiele auf einer Seite. Sie finden die Hinweise jeweils neben den Stücken. Und hier ist es sehr einfach strukturiert. Wir machen keine Unterscheidung mehr zwischen Wochenende und in der Woche. Die Zahlen mit dem kleinen Sternchen sind diejenigen, die eine Preisreduktion Ihnen zusteht, weil Sie Mitglied einer Gewerkschaft sind, weil Sie unsere Freunde oder zu den VIPs gehören. Alle anderen zahlen den links stehenden Vollpreis der jeweiligen Kategorie. Und das ist neu, wir versuchen die Ruhrfestspiele dahingehend noch sozialverträglicher zu machen, als es bisher üblich war. Wir haben in eine 50%-Regelung eine größere Gruppe von Menschen aufgenommen, Schüler, Studierende, Erwerbslose,
Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, die wir in den letzten Jahren nicht mit aufgenommen worden waren. Und es ist eine einfache 50%-Regelung. Sie wählen sich also sozusagen die Kategorie aus und werden dann zur Hälfte rabattiert. Sie können sich diese Karten erstmalig auch online kaufen und wir werden dann eine Nachweiskontrolle hier am Abend der Vorstellung im Haus machen. Wir hoffen dadurch barrierefreier zu werden in dem Vorgang. Wir sind sozusagen auch von weiter weg leichter zu erreichen, denn in den Jahren zuvor, das wissen Sie, vielleicht musste man bei der Kartenstelle oder an der Abendkasse erst diese Rabattierung für sich wirksam machen lassen. Und wir hoffen, dass es uns so gelingt, eine relativ einfache Struktur, die schneller erfassbar ist, herzustellen. So, wir haben gebraucht, ich gucke kurz, 1 Stunde und 51 Minuten. Wir werden vielleicht im nächsten Jahr noch ein bisschen schneller. Ich danke Ihnen wirklich für Ihre Geduld, Ihr Sitzfleisch, Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihren Besuch und stehe jetzt auch noch zu einzelnen Gesprächen bereit und die Kolleginnen und Kollegen auch. Und ich glaube, wir haben noch einen ganz kleinen Snack für diejenigen, die jetzt so ausgehungert sind, bevor sie zusammenbrechen im Schnee. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und sage Glück auf. Ich danke. Entschuldigung, ich weiß, wir alle wollen so weg. Gibt es noch jemanden, der eine Frage hat, die alle hören sollen? Gut, dann machen wir die individuell. Ich stehe bereit. Herzlichen Dank.